Wir müssten jetzt eigentlich live sein. Müssten. Müssten. Aber wir gehen davon aus, dass wir sind. Guten Abend, Menschen. Ja, also ich gehe davon aus, Was dass es machen wir? Menschen sind, bis auf die Ja, eine Katze. was machen wir heute? Was wir heute machen, ist, dass wir in erster Linie über Uhrwerk reden, unsere Zusammenarbeit mit denen und wie es derzeit aussieht mit Uhrwerk, insofern wir das wissen, schlicht und einfach. Also für alle, die es nicht mitbekommen haben, die das Video später vielleicht sehen, der Uhrwerk Verlag ist am Dienstag an die Öffentlichkeit gegangen und hat verkündet, dass er insolvent ist. Und der Partnerverlag, der auch Patrick gehört, in Anführungszeichen Feder und Schwert, ebenfalls. Wir haben auf Facebook relativ viel darüber gesprochen, aber hier auf YouTube haben wir noch gar nichts dazu gemacht, weil wir eigentlich heute was anderes vorhatten zu dem Thema und nicht ohne Hand und Fuß einfach irgendwas erzählen wollten, sondern was wollten wir eigentlich machen, Maike, heute? Wir hatten eigentlich mit Patrick darüber geredet und abgemacht, dass er heute herkommt und wir einen Livestream machen, in dem wir mit ihm darüber reden, wie es jetzt aussieht und wie es wahrscheinlich weitergeht. Aber da ist nichts draus geworden, unter anderem eben, weil auch noch sehr viele Sachen offen sind. Und das ist auch tatsächlich ein Punkt, wo man vorsichtig sein muss mit Spekulationen, weil wie es mit dem Uhrwerk Verlag tatsächlich genau weitergeht, das hängt auch sehr davon ab, wie es jetzt die nächsten Wochen ihnen geht und was für einen Verwalter sie bekommen. Man bekommt einen Insolvenzverwalter Ja. zugeteilt und so weiter und so fort. Ja, Patrick, es war eigentlich Patricks Idee. Ne? Er wollte Ja. herkommen, drüber reden. Er meinte, es wäre auch gut, drüber zu reden und klarzumachen, wie, damit die Leute halt nicht sich in Gerüchten ergehen, aus erster Hand von ihm zu erfahren, was los ist. Genau. Aber dann gab es halt doch zu viele Leute, die damit unglücklich waren und er war sich auch selber nicht sicher. Also haben wir gesagt, wir schieben das erstmal noch und machen irgendwas anderes, was vielleicht einen ähnlichen positiven Effekt haben könnte, nämlich halt ja, einfach hier auf YouTube die Leute, die es vielleicht noch nicht wissen, drüber zu informieren. Und damit wir nicht einfach nur dummes Zeug labern, haben wir gesagt, wir lassen dabei unseren Film laufen, den wir gemeinsam mit Uhrwerk die letzten Jahre produziert haben. Genau, und den Sie auch vertreiben, Den sie auch, logischerweise. von dem sie noch ein paar DVDs haben. Sie haben noch ein paar DVDs, es Genau. gibt ihn über Vimeo. Wir haben ihn eigentlich fast im Alleingang gedreht, mit ein paar Uhrwerk-Angestellten in lustigen kleinen Nebenrollen, mit Stefan Küppers, der am Drehbuch mitgewirkt hat. Und wir haben dann von Uhrwerk das Angebot erhalten, dass sie die Sachen, also die Blu-rays und DVDs produzieren und den vertreiben und den Versand übernehmen beim Kickstarter. Das heißt, am Ende haben sie nochmal sehr viel Geld reingepumpt und wir haben uns geeinigt, dass alles, was da noch rauskommt, es war ja kein gewinnorientiertes Projekt, aber alles, was sie damit noch verdienen, natürlich komplett an Uhrwerk geht. Deswegen jetzt auch in dem Fall, wenn ihr jetzt noch diesen Film irgendwo kauft auf DVD oder digital, dann geht das halt direkt an Patrick und seinen Verlag und hilft vielleicht noch ein bisschen. Aber da ist ja nichts, das ist nicht das Einzige, was man machen kann, um zu helfen. Ja. Deswegen würde ich sagen, starten wir doch direkt mal den Film. Man wird wahrscheinlich nicht viel davon hören, weil wir viel reden. Aber wir werden auch den Film kommentieren, damit das hier. Wie gesagt, wir könnten jetzt Wir nicht eine Stunde lang einfach nur über das Problem ja. reden, weil wir sonst einfach spekulieren würden. Also reden wir über alles Mögliche. Wir reden vor allen Dingen auch darüber, wie wir mit dem Uhrwerk Verlag schon, was wir alles mit den Leuten gemacht haben. Und es sind auch eine Menge Freunde von uns, die schlicht und einfach da arbeiten, weil irgendwie Patrick angefangen hat, ganz viele Freunde von uns in diesen Verlag aufzunehmen. Aber ich sage jetzt einfach erstmal im Film ab. Und wenn. Sind ja auch seine Freunde gewesen. Also, ja. Ja, wir haben einfach viele gemeinsame Freunde. Und lasst uns wissen, wenn das mit dem Ton zu laut oder sonst irgendwie problematisch ist, wenn Film und wir gleichzeitig unterwegs sind. For thousands of years, the priests of Mars have guarded the legacies left Ja, behind die by their Priester des Mars. ancestors. To the Martians of Du, today, die ersten these 50 Minuten sind ja eh schon technologies online, seem das ist like jetzt nichts magic. Neues. Wir werden heute ein bisschen mehr von dem Among Film them zeigen, are als the vielleicht jeder Graviton kennt. Key and the Ich bracelet wollte so called bis Gralbar. These two marvels 80 are in Minuten gehen, themselves Maximum. powerful, Das heißt, so lange ist but der will Stream und only den reach Rest their zeigen wir dann wann full anders. potential when Genau. combined Der Grund by dafür, all also erstens, wir können vielleicht nicht so ewig lang über Uhrwerk und unsere Olo Zusammenarbeit Iriburu reden, weil irgendwann sitzen wir hier nur noch Akara da und sagen, Itzer. ach ja. Und zweitens, ich habe heute Abend ja noch The einen Stream, bracelet was hidden so deep einen under the D&D-Stream, temple of und für den Drowbar muss when ich dann Mars was andere first Sachen mir visited by einrichten und aufbauen. strangers. Deswegen muss The ich inventor Thomas irgendwann Edison euch and the einen Gufo tragen adventurer von meinem Jack Arbeitsplatz. Armstrong Aber noch arriving haben wir in their Zeit. steam-powered Also, spacecraft. das ist Space 1889, The Secret of Phobos. Lieber In the Chat, wie following ist es years, denn? the Sind empires wir of zu Earth leise? Sind wir zu colonized the laut? solar system. Wir müssten ein bisschen im Vordergrund sein, der Film ein bisschen im Hintergrund. Das war so die Idee. Falls es anders ist, sagt bitte jetzt Bescheid. The year Was für ein is toller Introsprecher. 1889. Ja. Wir haben da keine Kosten und Mühen gescheut und einfach nichts gefragt. Gut, erzähl doch mal über die Anfänge. Wie kamen wir denn mit dem Uhrwerk Verlag zusammen? Seit wann gibt es den Uhrwerk Verlag? Den gibt es mehr oder weniger knapp länger als uns. Ein bisschen leiser kann der Film sein. Okay, ich drehe ihn noch ein bisschen runter.
5. Ja. Geht's bin. Okay. 10 Jahre gibt es den Ulk Verlag. Mhm. Und ungefähr genauso lange. Ja, und mit auf die ersten Cons, wo wir gefahren sind, sind wir dann auch über den Uhrwerk Verlag natürlich direkt gestolpert. Dazu muss man sagen, dass Uli Lindner dann ganz früh da irgendwie auch mit dran hing. Und mit dem waren wir vorab schon eine ganze Weile befreundet. Über das Live-Rollenspiel, weil wir mit Uli ziemlich viele DSA-Live-Rollenspiele absolviert haben. Das heißt, wir waren ziemlich gute Freunde. Ihr zwei habt vor allen Dingen auch viel miteinander unternommen, ja. Du und Uli. Und dann war es irgendwie vollkommen natürlich, dass wir dann auch mit Patrick angefangen haben, Sachen zu unternehmen. Genau, Uli hat einen Draconita gespielt auf unserer DSA-Lab-Kampagne, die von 2005 bis 2008 lief. Ja, in dem Zeitraum. 2004 sogar. Und dann war es halt so, dass wir immer mal auf Cons oder sonst was dann auch quasi beruflich aufeinander gestoßen sind. Eine ganze Weile war ja der tanzende Geist von Patrick Götz auch fester Vorspannbestandteil. Und die erste richtige Zusammenarbeit kam, glaube ich, zustande, als wir mit Patrick als einen von zwei Spielern ein Doctor Who Lab gemacht haben. Also es war auf jeden Fall eins der kleinen Labs, das wir gemacht haben, wo Patrick auch mitgespielt hat, wo irgendwie danach er einfach aus dem Nichts gefragt hat, sag mal, Mayri, Nico, würdet ihr nicht was für Myrenor schreiben? War das das Wochenende? Ich glaube, wir hatten schon vorher Termine mit ihm und der war ja zum Beispiel an der gleichen Location, nämlich dem Haus deiner Familie, wo wir für Leuenklinge mit ihm gedreht haben. Es kann auch sein, dass das Leuenklinge war. Die spielen ja beide in Leuenklinge mit. Patrick und Uli waren beide da und Uli hat halt diesen Geheimagenten in Yolgomak gespielt und Patrick hat den Vater der Hauptdarstellerin gespielt im Rückblick. Der einen Strohhut in der Hand. Genau, und Galotta um Hilfe bietet. Bittet. Ich glaube, das war in diesem Wochenende. Und da dann habt ihr ausgehandelt, dass du was für Myrenor schreiben darfst. Ja, auf der Basis, also dass ich es vor allen Dingen schreibe, aber auf der Basis von einem Skript, das du in einem Workshop auf einer Con mit den Uhrwerkleuten zusammen entwickelt hattest. In einem Workshop, wo damals 4 Leute saßen und da waren die Redakteure schon mit drin. Ja, richtig. Ich glaube, es waren 3 Redakteure und 2 Leute im Publikum. Ah, 5. Entschuldigung, dass ich da eine so hohe Prozentzahl an Teilnehmern unterschlagen habe. Ich glaube, da saßen tatsächlich Patrick, Jörg Radder, Zeike Kamaris und auf der anderen Seite von den Tischen saßen da? Der Franz Jansson, glaube ich. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Ich weiß es nicht. Bei dem Treffen war ich tatsächlich nicht dabei. Da hat man schon gemerkt, das war die Zeit, wo Myrenor auch gerade mal wieder tot war. Ne? Also wo eigentlich nur Pläne auf Cons erzählt wurden, die meistens erst sehr viel später umgesetzt wurden. Und das war ja dann für mich der große Verdienst des Uhrwerk Verlags relativ früh, dass sie Myrenor wieder zu einer... Immer wenn ich die Stelle sehe, fällt mir auf, dass Steff hat diese kleine Stelle am Hinterkopf, wo er weniger Haare hat. Da sieht man seine normale Hautfarbe durch. Und das haben wir nicht geschminkt. Ja, gut, vielleicht haben Marsiana da halt eine andere Kopfhautfarbe. Das ist doch egal. Entschuldigung, aber das ist die Stelle, wo mir das immer auffällt, dass ich vergessen habe, was zu schminken an Steff. Was ich sagen wollte, das war für mich so der große Verdienst des Uhrwerk Verlags damals, dass die Myrenor halt wieder belebt haben. Ja. Und daraus eine wirklich lebendige, schöne Marke gemacht haben, wo viel rauskam eine Zeit lang, wo richtig gute Bücher erschienen sind. Das Ganze nochmal so ein bisschen durchdachter gestaltet, als es ursprünglich war. Fühlte sich homogener an, die Regionen mehr beleuchtet, die erst gar nicht so richtig im Fokus waren. Oder? Ja. Weil die ist abgelenkt von dem Film und ihrer eigenen. Ich bin abgelenkt von Hähnchen und Anselm. Die sind die beiden Stars dieser Szene, ganz eindeutig. Das große Händchen und das kleine Händchen. Ja. Insgesamt haben wir dann 4 Bände geschrieben für Myrenor, ne? Und du hast nochmal bei anderen Büchern mitgeschrieben. Du hast noch Anthologieabenteuer geschrieben. Ich habe für das eine Monsterbuch habe ich was geschrieben, ein paar Sachen. Ja, und es ist auch. Warte. Roach schreibt, habt ihr nur den Soundtrack des Films laufen gesehen, der CDs und das Poster? Da solltest du mal F5 drücken, glaube ich. Du frisch mal auf. Hast wahrscheinlich. Also der Film läuft, ich glaube für alle anderen. Ja, zumindest wurde er, glaube ich, kommentiert. Ja. Ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich werde das Patrick nie vergessen, dass er schlicht und einfach da aus dem Nichts gesagt hat, sag mal, willst du nicht was für uns schreiben? Man muss dazu sagen, ich war zu dem Zeitpunkt im Grunde, also offiziell habe ich noch studiert zu dem Zeitpunkt, aber eigentlich war ich einfach an einem Punkt in meinem Leben, wo ich überhaupt nicht wusste, was ich irgendwie mit mir anfangen soll. Und dann hatte ich diesen einen Auftrag,
der jetzt nicht in irgendeiner Form so bezahlt gewesen wäre, dass ich damit groß irgendwie hätte was reißen können. Aber es hat mir auf jeden Fall irgendwie so ein, oh, ich habe was zu tun gegeben, was sehr viel zielführender war als alles irgendwie am Ende meines Studiums und sonst irgendetwas. Also das war damals für mich irgendwie sehr wichtig. Es war so eine Art Anker, irgendwie zu haben, dass jemand aus dem Nichts heraus quasi für mich gesagt hat, ich vertraue dir, dass du da ein Buch ablieferst. Jetzt muss man dazu sagen, dass Patrick sehr schnell ist, irgendwie auch solche Sachen dann zu machen, und er macht manchmal Dinge halt eben aus Bauchgefühl heraus, wenn er der Meinung ist, dass das funktioniert. Ja, das ist aber, glaube ich, eine alte DSA-Tradition, wenn man mit den Leuten spricht. Wir haben ja viele interviewt, Werner, Lena, Falkenhagen, Thomas Römer, Tom Finn, wie man früher an Schreibaufträge kam. Man hat Ulrich Kieso getroffen und der hat gesagt, du, ich mag dich, du schreibst mir jetzt mal dieses Abenteuer oder diesen Film. Oder wie wird das mit Hartmut Würden wie gesagt, ey, du bist genauso groß wie ich, du bist angestellt. Ja. Ungefähr. Ja, und daraus hat sich das irgendwie, keine Ahnung, wir haben dann halt einfach immer mehr Sachen zusammen gemacht. Und wir haben uns natürlich auch ständig auf Messen getroffen, weil das halt die Anfangszeit war, wo wir viel auf Conventions waren mit Orkenspalter. Losgelegt haben, auf der Feencon, auf der Radcon, auf der Spiel, und wir haben uns alle paar Monate zumindest da gesehen, und er war halt auch am Anfang unser Maskottchen so ein bisschen. Patrick war im Vorspann der frühen Late Night Show oder der frühen Rätselvideos und Con-Videos. Da war der Geist von Patrick Götz. Ich weiß gar nicht mehr, warum wir gesagt haben, der Geist. Ich weiß es nicht, aber ich mag diese Szene, wie er da steht und für ein paar Minuten in seinem bunten Hemd tanzt. Ein paar Sekunden und dann mit die Kamera schaut und so. Das ist sehr Patrick. Ja, ja. Wir haben halt früh gemerkt, dass unser Humor zusammenpasst. Ja. Und dann kamen wir auch relativ schnell auf die ganze, also das heißt relativ schnell, ein paar Jahre später auf die Space 1889-Geschichte, als sie anfingen mit Crowdfundings. Der Kickstarter für Space war, glaube ich, einer der ersten Kickstarter-Trailer, die wir gemacht haben, oder? Ja, wir haben uns mit denen in die Flora in Köln geschlichen, mit ihnen in Kostümen. Und eine Zeit lang haben wir irgendwie jeden Monat mehrere Kickstarter-Trailer für alle möglichen Firmen gemacht, für Ulysses, für Uwek, für andere Verlage, deren Namen man nicht mehr nennt. Für sonst wen. Und das war einer der lustigsten. Also da tatsächlich ohne Drehgenehmigung in Tropenhaus zu stehen und so zu tun, als wären das zwei Preußen auf der Venus. Und ihm ständig der Schnurrbart aus dem Gesicht gefallen, bis er es aufgegeben hat, weil es so feucht war in dem Haus. Also es war schon ein sehr, sehr unterhaltsamer Dreh. Viel unterhaltsamer finde ich aber das Dankesvideo, das da nie erschienen ist, wo sie in der Küche von Uli sitzen und sich über Brussels Sprouts. Schade, ne? Aber egal. Naja. Ja. Aber keine Ahnung, wir haben halt irgendwie, das Lustige war, dass der Uwek Verlag und wir halt beide ungefähr in derselben Phase waren. Ja. Immer. Dass wir halt eben irgendwie so als wir komisch rumprobiert haben und geschaut haben, was wir eigentlich machen wollen mit dem, was wir da tun, waren sie ungefähr in derselben Phase. So, wir streamen jetzt 12 Minuten. Ich würde sagen, jetzt kann man mal kurz eine Werbepause einlegen und sagen, wenn man jetzt was für den Insolventen Verlag tun möchte, ich habe einen Link in die Beschreibung gepostet zum Shop. Ja, also wir haben gefragt und es wurde viel auf Facebook gefragt, was kann man denn tun? Und es wurde von Spendenaktionen gesprochen. Das ist halt alles schwierig. Das Einzige, was man tun kann, ist, den Verlag so weit aus den roten Zahlen zu heben, dass der Insolvenzverwalter ankommt und sagt, ach, das ist ja gar nicht so schlimm. Ja, also und so stelle ich mir das zumindest vor. Also soweit ich das verstanden habe, wenn der Insolvenzverwalter jetzt kommt, der ist bestellt, dann wird er natürlich sich einen Überblick, er oder sie, einen Überblick verschaffen darüber, wie es gerade steht um den Verlag. Das und wenn man sieht, Punkt, dass die gerade einen guten Umsatz haben, eigentlich, ja, dann... Wir mutmaßen jetzt doch wieder, aber im Grunde ist das, was Patrick gesagt hat, fast zu nichts kann er eine endgültige Aussage treffen, bevor dieser Mann nicht oder diese Frau nicht angekommen oder was auch immer, diese Person nicht angekommen ist. Ja. Und dann werden wir wohl die nächsten Wochen weitersehen müssen. Aber es ist auf jeden Fall wohl kein Schaden, wenn man jetzt ihren PDF-Shop leer kauft. Und den normalen Shop natürlich erst recht. Wir haben halt gefragt, was ist denn das Sinnvollste? Und im Endeffekt haben sie gesagt, die digitalen Waren sind auf jeden Fall für weil sie sinnvoll, weil sie keine Rechnung keine Arbeit machen. Weil sie ihnen keine. Das gilt natürlich auch für den Film auf Vimeo. Aber ich glaube, viel sinnvoller ist es, sich schöne PDFs zu kaufen oder zu verschenken. Man kann sie ja auch jemandem anderem schenken. So, jetzt sind wir auf dem Mars. Wir sind auf dem Mars. Ganz, ganz das viele Rotfilter. Was das für eine Chimäre ist, ne, dieser Film von deiner Revell-Modellbau-Raumschiff-Geschichte, die ja dann im Faden durchs Bild gezogen wird, diesem wirklich schön animierten digitalen Mars und dann diesem Rotfilter auf einem Steinbruch, wo Blue Sid steht. Übrigens auch jemand, der viel für Uwek gemacht hat. Und sehr, sehr engagiert war in dem Filmprojekt.
Spielt oh Gott, mehrere der Rollen. Ja, komm. Ach komm, der Gashant ist doch süß. Ich mag das Viech ja auch, aber es ist halt Amateur. Ja, das sind halt die Stellen, wo man halt merkt, Budget war nicht, aber egal. Ist halt so. Mhm. Also. Ich denke, du hast bis zu dem Punkt begriffen, dass das. Ich meine, der Dinosaurier ist ja jetzt auch nicht etwas, was du hundertprozentig glaubst, auch wenn es eine schöne, aufwendige Puppe ist. Ja. Wir hätten natürlich auch sagen können, statt den Dinosaurier als einzige Puppe in dem Film zu haben, sobald wir ihn abgedreht haben, spritzen wir ihn um, kleben ihm was anderes auf den Kopf und dann ist er der Gashant, aber das wäre echt schade gewesen, oder? Ja, vielleicht vor allem. Und ich wäre nicht nochmal nach China gefahren, um dann an den matronischen Gashanten zu holen. Nein. Oliver Stein, meine Space 1889-Sammlung ist jetzt vollständig. Ja. Sehr gut. Unsere übrigens noch nicht. Nein, wir noch haben den Luna-Band nicht. Die werden sie nicht vollständig kriegen, genau. Wir haben den Luna-Band. Lula. Wir haben den Luna-Band nicht, ja. Verpasst und er war weg, bevor wir dann wieder irgendwie was bestellt haben. Und dann war es so, und jetzt? Naja, also als PDF. Hier ja, ist jemand, jemand da mitspielt im Chat, HS-Design, Hannes, oder? Echt? Ja, hi Hannes. Hannes in seiner großartigen Rolle als Captain Davenport wird erst in der zweiten Hälfte des Films auftauchen. Vielleicht kommen wir da noch hin. Ja, mal schauen. Das war vor allen Dingen, Hannes, das war großartig. Ich hatte keine Ahnung, ob Hannes schauspielen konnte oder nicht. Ich weiß, dass er Bühnenpräsenz hat. Er ist Tänzer und Performer und Cosplayer und sowas alles. Und er war so nervös. Und dann hieß es, und jetzt Action. Und er ist sofort, bam, reingegangen. Das werden wir vielleicht nachher noch sehen. Ja, aber wir greifen ein bisschen vor. Ja. Also jedenfalls, als wir diesen Kickstarter-Trailer für Space 1889 englische Version gemacht haben, haben wir eigentlich Patrick schon noch festgenagelt. Du, aber wenn wir das machen, ja, wenn wir jetzt uns den Stress machen, diesen Crowdfunding-Trailer zu drehen, was wir da später halt noch dutzende Male gemacht haben, dann würden wir auch gerne nochmal einen Rollenspielfilm drehen. Und DSA hatten wir jetzt schon für uns abgehakt als Fanfilm. Diesmal wollen wir was Größeres machen, was Offizielleres. Wir wollen einen Film zu Space 1889 machen. Das ist ein Setting, wo wir uns vorstellen können, schöne Geschichten zu erzählen. Und dann haben wir da jahrelang darüber gesprochen, bis der dann halt sein eigenes Crowdfunding bekommen hat, 2015. Und dann haben wir ihn jahrelang gedreht. Und dann haben wir ihn jahrelang nachbearbeitet. Und dann ist er letztes Frühjahr endlich erschienen. Und ich kann damit leben, sagen wir so. Ja. Es ist, Patrick spielt auch mit, ne? Er hat eine Sprechrolle als Kopfgeldjäger. Uli ist leider gar nicht drin. Thomas Römer hat eine kleine Rolle. Stefan Küppers, Dominik Ladek sind drin. Mehrere von den Space 89 Leuten. Es wurde gerade gefragt, wer ist der tolle Schauspieler mit dem Zylinder? Das ist der großartige. Nein, ja. Du wirst uns kein Schiff. Der großartige Timo, der uns schon lange unterstützt und ein Klaffont ist und der, glaube ich, 20 dieser Bärte selber mitgebracht hat. Timo ist so ein ganz oder gar nicht Mensch. Wir haben irgendwie gesagt, wir hätten dich gern für diese Rolle. Ich glaube, das könnte ganz gut funktionieren. Und dann hat er hat sich Bärte gekauft und ein Kostüm zusammengestellt, bis hin zu, dass er die gesamte Biografie von diesem Charakter. Ja, er ist ein real existierender Charakter. Ja, viele Charaktere, die in dem Film vorkommen, sind halt reale Charaktere. Oh Mann, dieses Raumschiff. Jetzt mach dich nicht so runter, nein, ich finde es wirklich schön. Das war ein liebevoll nachdenkliches, oh Mann, dieses Raumschiff. Wie lange ich daran rumgesägt und gebastelt und geklebt habe. Das, vermisst du es? Ein bisschen, aber wir haben es nicht kaputt gemacht. Ein Crowdfunding, ein Pledge Reward, dass jemand das Raumschiff bekommen hat. Ja, also wir hatten eine Unterstützerin, die hat sich eine sehr hohe Summe unterstützt. Damit durfte sie das Schiff benennen, die Urania. Hat eine Rolle bekommen. Sie ist Queen Victoria. Spoiler, Queen Victoria wird einen kurzen Auftritt haben. Und sie durfte sich am Ende irgendetwas von den ganzen Sachen, die wir für den Film angefertigt haben, raussuchen. Dies behalten durfte und sie wollte dann das Schiffchen haben. Dann hat sie das natürlich überbracht bekommen. Ja. Das heißt, das steht jetzt bei ihr. Minus der Reflektors, genau, weil der gehört meinem Vater. Das war Teil eines Blitzgeräts, das er gespendet hat für den Film, auch wieder zurückbekommen hat, ja. Ray Harryhausen wäre stolz auf euch. Sicherlich nicht wegen unserer Kunstfertigkeit, sondern dass wir es überhaupt machen, kann ich mir vorstellen. Also ich würde sagen, Ray Harryhausen hat an Filmprojekten mitgearbeitet, deren Drehbücher schwächer waren als dieses hier, weil in den 60ern nun mal da nicht so... Ach, ich sag lieber nichts. Ja, aber Ray Harryhausen selber, es ist unglaublich, was der gemacht hat, Tricktechnik. Ich habe sehr große Bewunderung für handgemachte Tricks in jeder Hinsicht. Und das ist der ultimative Nerdgasm, sich anzuschauen, wie der das gemacht hat. Ja, der
Hangar des Schiffes, wo wir überall gedreht haben. Der Hangar des Schiffes ist zwischen zwei Containern. Hinter der Scheune von Freunden in Bayreuth. Und die haben da, während wir im Steinbruch die andere Szene gedreht haben, haben die tagsüber das so umgebaut, dass man es nachts, bei Tageslicht hätte es nicht funktioniert, ne? Dann wäre Tageslicht reingekommen, nachts als ein Hangar bezeichnen konnte zumindest. Ja, wir haben an vielen Stellen nachts gedreht, weil sie tagsüber nicht getaugt hätten, weil man dann überall Sonnenlicht gehabt hätte. Tatsächlich, viele von den Raumschiffaufnahmen sind eigentlich nicht drinnen, sondern zumindest halb draußen in einem Hochofen, aber halt nachts und damit Kunstlicht, damit man halt einigermaßen glaubt, dass es irgendwo innen ist. Und da zog der Wind durch. Und wenn man die Kamera auch nur 1 Zentimeter weiter nach rechts gedreht hätte, hätte man die Lichter von der Stadt gesehen. Da haben wir so den Popo abgefroren. Ja, und das hier ist in dem Wohnmobil, mit dem wir den Dino abgeholt haben. Wir haben das Wohnmobil dann danach, das war eins von den Stretch Goals, in etwas auseinandergebaut und neu zusammengebaut und Teile reingesetzt und Samtvorhänge aufgehängt und sämtliche Polsterungen neu gemacht und sowas alles, um da halt das Innere eines viktorianischen Raumschiffs draus zu machen, beziehungsweise einen Teil davon. Wir waren ja wirklich der Auffassung, dass diese Produktlinie noch ewig weiterläuft, ne? Dass man Space jetzt neu vom Urwerk Verlag belebt, dass das ein Klassiker ist, den man in 10 Jahren noch spielt, 20 Jahren noch spielt. Und ja, vielleicht spielt man es ja auch noch. Ich weiß, ich kenne gar nicht so viele Leute, die es wirklich spielen. Ich kenne Leute, die es sammeln. Aber da kam eine Frage, was wir denken, wie schlimm es denn wirklich um den Verlag steht. Aber ich weiß nicht, ob wir die beantworten können. Wir wollten hier nicht rumspekulieren. Es ist... Ja, das ist halt eben der Punkt, wo wir spekulieren. Die Sache ist... Die Fakten sind halt einfach, Patrick hat die Insolvenz eingereicht für Uhrwerk und für Feder und Schwert. Und jetzt müssen sie halt schauen, wie es abgewickelt wird. Es wird auch Folgefrage, ob das eine AG, das ist keine AG. Nein. Und auch keine GmbH. Ich glaube, es ist eine Person, es ist einfach nur er. Ne? Patrick ist der Uhrwerk Verlag. Genau. Er ist der Einzige. Patrick ist Uhrwerk, Patrick ist Clockwork, Patrick ist Feder und Schwert. Ich glaube, Feder und Schwert ist ein bisschen anders. Ja? Aber wir gehen jetzt nur über Uhrwerk. Wie gesagt, ich will nicht irgendwie mitmaßen. Wir wollen nicht zu sehr spekulieren. Ja. Aber es ist halt, ich, meine erste Reaktion da. Also, ich glaube, dass die Reaktionen und die ganze Aktion, die jetzt stattfinden, dass sie nicht übertrieben sind. Ich glaube nicht, dass wir nachher dann sagen, ach komm, das wäre gar nicht jetzt möglich gewesen. Jetzt haben wir hier zu oft Wolf gebrüllt und eigentlich war das nur so ein... Feder und Schwert ist eine GmbH, ja. Vielleicht etwas weit um die Schultern. Es ist tatsächlich, glaube ich, angemessen, wie gerade darauf reagiert wird. Das ist das Einzige, was ich dazu sagen kann. Ja, aber das sagen wir so. Ich glaube, viele Leute im Uhrwerk Verlag sind gerade sehr gerührt darüber, wie viele Leute sie unterstützen. Also ich habe von mehreren jetzt gehört, dass sie es nicht fassen können, wie viele Bestellungen reingekommen sind, tatsächlich schon. Wie kommt das, dass sie auf der Jagd nach dem dass die allgemeine Reaktion, die ist, oh, damit haben wir nicht gerechnet, kann man irgendwas für euch tun. Also ich finde es auch sehr, sehr angenehm zu sehen, dass es keine Helme gibt oder so etwas. Das befürchtet man ja, wenn sowas passiert. Das sollte dann kommen und sagen, haha, ihr habt es wohl nicht geschafft. Ja, und ich glaube, das wäre auch bei fast jedem anderen Verlag oder jeder anderen Firma in der Größenordnung und auch in so einer Szene der Fall gewesen. Ich denke, das Image, das Uhrwerk sich aufgebaut hat über die Jahre, ist halt eins, das nur die allerwenigsten Firmen hinkriegen, weil sie immer bodenständig und authentisch und kumpelhaft und freundlich gewirkt haben und man ihnen manches verziehen hat, was man vielleicht einem anderen Verlag nicht verziehen hätte. Oder nach wie vor, ich sollte vielleicht in der Gegenwart reden, noch gibt es den Verlag. Ich bin kein Schriftsteller. Das liegt halt auch daran, dass Patrick diesen Teddybär-Charme hat. Ne? Du siehst ihn und möchtest ihn knuddeln. Ja, aber das ist auch, Patrick ist ja auch ein Teddybär. Patrick ist einer der liebsten Menschen, die ich kenne. Das ist schlicht und einfach so. Und das sage ich nicht nur, weil er mir mal einen Job gegeben hat, sondern ich mag ihn wirklich. Ja, und dann duldet man auch, dass so ein Verlag jemanden wie Uli Lindner angestellt hat. Ne? Das ist ja... Von dem wir ja wissen, dass er das genaue Gegenteil von Patrick ist. Wie redest du denn über meinen Cousin? Dein Cousin? Wir sind mal mit Uli in Urlaub gefahren. Ach ja, richtig, ja. Das war jetzt wirklich ein Witz. Ne? Wir waren, er ist auch nicht, doof. Ne? Wir waren viel mit ihm unterwegs die letzten Jahre und bei einer Veranstaltung mussten wir uns tatsächlich als Familie Lindner ausgeben, damit das Ferienhaus uns akzeptiert. Und ja. Da
hießen mir plötzlich alle Lindner. Ja, ja, ich war dann Marie Lindner. Ich war Ullis. Black Carrot, wurde gerade Uli Lindner beleidigt? Ja, das tun wir oft. Uli beleidigt auch uns, das ist vollkommen in Ordnung. Das ist quasi die Art und Weise, wie wir uns begrüßen. Es ist, wir haben schon sehr viel mit Uli zusammen gemacht an Unsinn und bizarrem Kram und haben in seiner Küche übernachtet. In den Anfangszeiten, ja. Oh ja, wenn wir irgendwas in Köln zu tun hatten, dann meinte er, ja, er könnte bei mir übernachten. In seiner WG damals noch. Und der einzige Raum, in dem man irgendwie eine Luftmatratze auslegen konnte, war in der Küche. Das heißt, wir haben halb unter Ulis Küchentisch geschlafen. Genau, und Frank Röhr bringt gerade die Uli Lindner Woche auf Facebook auf. Das war tatsächlich auch meine Idee. Das war eine Aktion von mir, weil mich damals so eine blöde Facebook-Aktion genervt hat mit tausch dein Profilbild gegen deinen Lieblings-Comic-Helden aus deiner Kindheit und plötzlich hatten alle das Gesicht von He-Man oder den Ninja Turtles oder was weiß ich, oder Bart Simpson. Und dann haben wir halt diese Gegenaktion gestartet. Tausch dein Profilbild durch dein Lieblingsbild von deinem Lieblings-Uli Lindner oder sowas. Das haben wir irgendwie 5-6 Jahre durchgezogen und das haben irgendwie 50 Leute mitgemacht oder sowas. Das war schon ein bisschen verstörend, vor allem für Geschäftspartner vom Uhrwerk, die auf Facebook unterwegs waren in dieser Woche und plötzlich sahen alle so aus wie Uli, die sie da im Dunstkreis gefunden haben. Es war sehr verstörend. Es gab da Chatgruppen, in denen nur Uli mit Uli gesprochen hat quasi. Ja, und gleich läuft Frank durchs Bild, genau. Ja, samt nicht nur Frank, auch Babs, Babs und Hund, der nicht im Bild ist. Was mich stutzig macht, ist, wieso nach fast 10 Jahren nicht die Rechtsform gewechselt wurde. Aber dann gucke ich mit solchen Dingen, verstehe es nicht wirklich. Ich habe da keine Ahnung von. Ja gut, da hätte man, ich denke, das ist eher Tagesstress, ne? Wahrscheinlich steht sowas auf einer To-Do-Liste und wird jede Woche nach hinten geschoben, weil es ist immer was wichtiger ist. So, wenn ich mal von mir auf andere schließen würde. Ja, das kann natürlich sein. Also ich hab keine Ahnung, ob das geplant war und einfach nie passiert ist oder ob es dafür Gründe gibt. Weiß ich nicht. Aber das heißt natürlich, dass es für Patrick schwieriger ist, persönlich. Worauf wollte ich gerade hinaus? Die Uli Lindner Woche. Mhm. Das war übrigens auch einer der größten Nacher auf der HeinzCon dieses Jahr. Weil wir irgendwie abends saß der Uhrwerk Verlag, die da waren, zusammen noch mit den Leuten von Chaosium. Weil ja, Lorenz war geplant, war mit ihnen gemeinsam. Ja. Und dann kam es irgendwie. Tatsächlich RuneQuest. RuneQuest, in dem Fall. Ja. Genau. Und ich weiß nicht, warum auf einmal kam das Gespräch auf die Uli Lindner Woche. Und ich habe dann, das ist was? Nein, ihr erzählt uns doch was. Sagten dann auf einmal die Chaosium-Leute. Und dann fiel mir halt ein, natürlich hatte ich mein Profilbild ja auch umgestellt. Dann konnte ich Ihnen erst ein Profilbild über mehrere Jahre zeigen, die noch in Facebook gespeichert waren von mir, von der Uli Lindner Woche. Unter anderem Uli in American Gothic. Mhm. Weil es gab auch einmal eine Uli Lindner Woche mit dem Aufruf, Uli Lindner in ein wichtiges kunsthistorisches Gemälde einbauen, ja. Man muss ja variieren, sonst wird es ja langweilig. Es gab da großartige Szenen wie Gott erschafft den Menschen. Nur halt alle Beteiligten waren Uli Lindner. Ja. Übrigens sehr schade, ich habe ja ein bisschen jetzt reingucken können in das, was für RuneQuest geplant war. Ich weiß nicht, wahrscheinlich, ich weiß gar nicht, wie es ist. Ist die englische Version da schon raus? Kommt die noch? Ich habe jetzt nur in die deutsche Version reingucken können, Bildmaterial gesehen. Das hat mich viel mehr angefixt als alles, was in den letzten Jahren versucht wurde, mir nahezubringen von Glorantha und RuneQuest und was weiß ich. Das sah echt gut aus. Du magst da passiert noch was. Ich mochte einfach den Artstyle. Das, was sie da jetzt geplant haben oder was Chaosium da geplant hat. Aber es wird ja in irgendeiner Form, wird das ja kommen. Also ich freue mich drauf. Ja. Du warst gerade bei HeinzCon. Wir können ja mal drüber reden, wie wir gemeinsam mit dem Uhrwerk Verlag die HeinzCon gemacht haben am Anfang. Das war ja, wann war das? 2011 oder 12 war die erste HeinzCon in Waldmannshausen und da war das ja noch so eine Kooperation. Genau. Wir sagten, wir wollen eine Con machen für unsere Zuschauer. Uhrwerk wollte eine kleine eigene Con machen, also haben wir uns zusammengetan und die ersten beiden Jahre in der Nähe von Limburg, in Elbtal heißt der Ort, auf Burg Waldmannshausen, die Mini-HeinzCon mit, ich glaube, da waren 60 Leute oder sowas gemacht. Aber mit einem Stand von Uhrwerk und noch ein paar anderen Leuten und ein paar Tagesgästen, also 60 Übernachter, das war halt hier mit Jugendherberge. Also, es war eine kleine, sehr familiäre Veranstaltung. Ja. Und da wurde aber auch Splittermond bekannt gegeben. Ne? Das war die Con, wo der große Reveal war für das neue große Rollenspiel. Und alle hocken in diesem kleinen Raum in der Bibliothek.
Und haben fast erstickt hier, weil es waren wirklich 40 Leute in diesem Raum, der halt für 12 oder so ausgelegt war. Das war halt auch schräg. Lange hieß das hier nur Projekt X. Und wir wussten vorher, weil sie uns halt auch gefragt haben, ob wir Interesse hätten, daran mitzuarbeiten. Und wir haben am Anfang, waren wir Teil von den Brainstorming-Sessions. Genau, so halt im Forum. Ne? Wir haben uns nie getroffen mit den Leuten. Wir haben ein paar Ideen durch die Gegend geworfen. Und ein paar sind auch kleben geblieben. Ne? Also ein paar Sachen, die wir uns überlegt haben, sind tatsächlich Teil von Splittermond geworden. Da bin ich auch ein bisschen stolz noch drauf. Wobei wir wahrscheinlich nicht die Einzigen waren, die diese Ideen hatten. Nein, aber ich weiß, dass wir unter anderem die Sache mit Jeder sollte Magie haben, zumindest auch von uns kam. Es ist schwer nachzuvollziehen, jetzt heute irgendwie was damals von wem irgendwie vorgebracht, eingebracht oder dagegen oder dafür argumentiert wurde. Aber dann, ich wollte eigentlich darauf hinaus, dann wurde Heinz ja auch so ihr Maskottchen. Ja, wir haben uns das Maskottchen geteilt. Das ist halt wegen der Heinz-Con, ne? Also weil dann gab es ihre Heinz-Con, auf der wir eingeladen waren und unsere, wo sie eingeladen waren und wir hatten beide halt Heinz als Maskottchen. Sie hatten die geileren Bilder, dank Florian Stitz. Inzwischen haben wir die auch. Inzwischen haben wir auch Florian Stitz Geld gegeben. Aber das war halt immer, es war natürlich dann automatisch unsere Lieblings-Con, weil das, hey, das ist die Con, die Maikis Plüscheule gewidmet ist. Geiler geht's ja nicht mehr. Meiner armen, kleinen, dreckigen, verfilzten Plüscheule, die durch die ganze Weltgeschichte gezerrt wurde. Und jedes Mal, wenn wir versuchen, ihren neuen Körper zu besorgen, dann bekommt er eine eigene Persönlichkeit und wir können es nicht mehr ins Herz bringen. Hart. Schwer, ja. Aber es war auch irgendwie schräg, als Patrick dann auf einmal mit diese Plüscheulen, wo gibt's die denn? Und damals hatte Heinz noch einen identifizierbaren Zettel am Po, der hat sich inzwischen aufgelöst. Und da konnte man auch nachvollziehen, von welcher Firma er war. Und dann hat Patrick halt angefangen, die waren gar nicht weit weg von ihm, der ist da hingefahren und hat eine Stiege Eulen mitgenommen. Ja. Hat dann Heinze. Ob es klar ist, wie es mit Splittermond weitergeht, ich glaube, da können wir auch nichts zu sagen. Ich glaube, da wird niemand was zu sagen können, bevor gewisse Gespräche gelaufen sind. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass es stirbt. Genau. Es wird in irgendeiner Form muss das weitergehen. Es hängen zu viel engagierte Leute drin. Es ist zu erfolgreich, um es jetzt einfach absaufen zu lassen. Oh Mann, das hier war eine der ersten Szenen, die wir an diesem Tag, wo wir tatsächlich das erste Mal in Deutschland mit vielen Leuten gedreht haben, gemacht haben. Und dann direkt diesen lang gestelzten englischen Text. Ja, die Frage, wann man mehr von Heinz sehen wird. Heinz war in der vorletzten Late Night Show und er wird auch in der nächsten eine große Rolle haben. Ja. Und wenn ihr die geschaut habt, es gibt ja da wieder so ein bisschen Metaplot und der hängt auch sehr stark mit The Owling 3 zusammen, den wir auf der HeinzCon gedreht haben, aber nicht fertig gedreht haben. Das wird alles noch zusammenlaufen und ich muss leider sagen, nach den letzten Entwicklungen haben wir uns entschieden, dass wir das Ende umstricken und dass das alles ein bisschen deprimierender wird, als es ursprünglich gedacht war, aber gerade läuft alles ein bisschen darauf hinaus, dass wir alles wegtreten und in Flammen aufgehen lassen. In der nächsten Late Night Show 249D. Wir hören auf. Nein, die nächste ist die 250. Ursprünglich waren ja nur zwei 249. Ja, und dann habe ich gesagt, weißt du, eigentlich ist es lustiger, wenn es drei 249 sind. Ja. Was ist denn? Ich glaube, sowas wie, hast ja recht. Solche Planungen, das sind Nikos Planungen. Nico eine Idee und die sagt, okay. Also wir werden in The Owling 3, wer es nicht weiß, The Owling sind die Filme, die wir immer auf der Heinz-Con nebenbei drehen, die absichtlich unglaublich scheiße sind. Oh Mann, ja. Wo halt immer so eine richtig dumme Handlung abläuft, was auf der Heinz-Con passiert ist, zum Beispiel eine Eulenplage, wo alle Leute von Eulen gefressen werden, aber der Bürgermeister von Norddeutsch vertuscht das wegen der ganzen Touristen. Die wegen der Heinz-Con da sind. Die wegen der Heinz-Con, der Heintage. Ja. Sie nehmen da diese reichen Rollenspieler. Genau, oder Würfeldealer versetzen ihre Würfel mit Eulenpheromonen, was dann auch wieder Killer-Eulen anlockt, solche Sachen. Und ähnlich haben wir es jetzt auch wieder gemacht mit einem irren Slasher-Mörder, der von Eulen besessen ist. Michael Mingus. Und wir haben es nicht ganz fertig drehen können, weil Anselm krank wurde leider, das kann man glaube ich sagen. Ja, so richtig böse. Krank. So richtig krank, er hat es trotzdem versucht durchzuziehen, aber wir mussten es dann halt irgendwann, und zwar auch zu stressig. Ja, sagen wir so, wenn das Fieber Richtung 40 Grad geht, sollte man nicht mehr vor die Kamera. Und wir haben dann, wir haben es dann einfach gesagt, wir drehen es mal anders fertig und dann kamen halt wieder Dinge dazwischen, wir haben es bis heute nicht fertig gedreht, obwohl es eigentlich kein Aufwand wäre, es wäre vielleicht eine Stunde, diesen Mist auf dem Niveau fertig zu drehen, damit es funktioniert. Und ja, ich denke, jetzt wird das ein ganz anderes Ende kriegen, das wahrscheinlich eher so, wir sprengen nochmal Norddeutsch in die Luft und alle sterben. Und also unsere Stimmung ist natürlich jetzt auch eher so, dass eigentlich sollte am Ende eine andere Eule aus einer Paralleldimension kommen, die dann das Maskottchen der Eulen-Con wird, die ja für August
angekündigt ist, wo ich auch nicht weiß, was jetzt damit wird, so richtig. Und ich denke, diese Eule wird dann noch erscheinen und wird um Hilfe gebeten und sagt sie, Stinkefinger, ihr könnt mich mal und ich reiß jetzt hier alles ab. So, das ist so gerade die Stimmung, in der ich mich in der Hinsicht befinde. Und ich glaube, das würde auch Patrick eher entsprechen, Patricks Stimmung, als wenn wir jetzt sagen, yay, wir haben einen Film gemacht auf der Heinzcon, alles ist gut. Den sich ja eh keiner anschaut, weil wir wieder mal in den Namen des Films schreiben werden. Also hier, mehrere Leute haben erwähnt, was für ein toller Film das ist. Frank Röhr, hallo, The Owling 1 war großartig. Ich werde wieder in die Beschreibung des Videos Achtung, schreiben. Schluss. Achtung, nicht angucken, furchtbarer Film, ihr Kopf könnte explodieren oder sowas. Olympia Stein, die Eulenkönigin scheint unter anderem Namen stattzufinden. Ja, das war auch das Letzte, was ich jetzt hörte. Das ist ja, die ist ja nicht nur vom Urwerk genau, geplant gewesen. Genau, da wird ja was stattfinden. Nur wird das halt jetzt nichts mehr mit uns zu tun haben, denke ich. Und was nicht, was der Urwerk da macht, weiß ich nicht, aber es wird halt jetzt kein Heinz-Bezug da sein. Und ja, dann ist das halt so. Ne? Das ist ja jetzt das geringste Problem. Wie die Con jetzt heißt und was für ein Maskottchen die hat, ist so wurscht. Ja, vielleicht noch mal ein paar Sätze zu dem Film, der gerade läuft, damit wir den irgendwie mal kommentiert haben. Das ist wieder Plus Hit. Wir drehen da gerade im Industriemuseum in Hattingen, wo ein guter Freund von uns, den wir auch vom DSA Lab kennen, die Technik macht und uns da reingelassen hat für wenig Geld, bis gar kein Geld. Hannes, unser österreichischer Freund, der jetzt mal aus Wien ankam, repariert hier gerade irgendwas, indem er drauf rumklopft. Und sie haben so viel Nebel in die Szene gepumpt, dass die Polizei anrief, ob es bei uns brennt. Erstens nein. Ja, also nicht unter. Die Veranstalter hatten dir schon Bescheid gesagt, aber es kamen halt mehrfach Anrufe auch bei der Polizei und bei der Feuerwehr, dass irgendwas da nicht stimmt. Und es war auch, wenn man dann übers Gelände gegangen ist, wenn man nur die ganze Zeit davor stand, ihr seht ja, dass da echt Wind geht. Obwohl, das war wieder an einer anderen Stelle. Aber es geht da echt Wind, das heißt, dieser Rauch, dieser Dampf ist bei uns halt die ganze Zeit verschwunden. Und irgendwann gehe ich davon weg und dann musste man halt erstmal so eine Treppe hoch, um über irgendwie die Gleise zu kommen und dann an der anderen Seite wieder runter. Und ich gucke übers Gelände und das ganze Gelände ist angenebelt. Das ist ein sehr, sehr großes Gelände. Da, genau. Frank sieht man aber gleich auch noch mehr. Ja, er ist gleich in der Verfolgungsjagd, die gleich kommt. Mit Hund drin. Wo sich die beiden Verfolger von einer Menschenmenge aus 12 Personen aufhalten lassen. Naja. Ja, sie laufen sehr gezielt in diese Menschenmenge. Das Licht ist so super in dieser Szene. Und das ist wirklich einfach nur Tageslicht, das da durch den Nebel fällt. Mhm. Das würde ich mir öfter wünschen. Bei Breath 8, das ist die Henrichshütte, wollte schon sagen, das kommt mir bekannt vor. Korrekt, ja. Habt ihr für die Marsianer dieselbe Schminke wie Trump verwendet? Sagen wir so, die erste Version, hier ist es meinst, ein bisschen zu gelb-orange, das sieht aus wie Simpsons. Sich tatsächlich orange an, um seine grüne Echsenmenschenhaut zu übermalen, oder was? Immer wenn jemand die Echsenmenschen im Scherz erwähnt, kriege ich Schmerzen, weil es genügend Leute gibt, die das ernst nehmen. Ich meine natürlich seine weiß-graue Sith-Lord-Haut. Ja, gut, damit kann ich mehr anfangen. Wenn man es schnell genug schneidet, merkt man, da ist Babs und da war Frank. Ja. Oder da stehen sie. Und da ist der Hund, der Hund ist leider tot. Das ist der, den sie vorkannten. Ja. Das ist ja jetzt auch schon wieder 3 Jahre her, dass wir es gedreht haben. Ja. Scheiße. Maggie, ist das 3 Jahre her? Ja. Ha. Das war auch echt ein cooler... Das ist das Schlimme bei solchen Drehs, die völlig anderer Tag, völlig andere Location. Ja. Das ist das Schlimme bei solchen Drehs, das war so intensiv, es brennt sich so ein. Das sind die intensivsten Tage meines Lebens, wo wir so viel gedreht haben. Ich erinnere mich da wahrscheinlich in 100 Jahren noch dran. Aber trotzdem, es fühlt sich nicht an, als wäre das 3 Jahre her. Es fühlt sich an, als wäre es 3 Wochen her. Echt? Ja. Nee, bei mir ist das irgendwie, ist es schon so seltsam vage geworden. Also ich kann es noch alles zuordnen, größtenteils wann wir was gemacht haben, aber das ist halt, wie viele so Dinge sind, das ist fast so, ich erinnere mich an Träume teilweise genauso gut wie daran. Und deswegen ist alles, was irgendwie Stress war und länger her ist. Ja gut, du bist in einem völlig anderen Mindset als ich bei sowas, ne? Ich war, also bei den Drehtagen war ich vor allen Dingen in dem Mindset, wie sorge ich dafür, dass unsere ganzen freiwilligen Helfer nicht zu sehr frieren und bei guter Laune bleiben. Und nein, Xilbor, der Krieger mit der Gatling ist nie aus Warhammer 40k, das ist ein ungarischer Steampunk-Cosplayer einfach, der sich das alles selber gebaut hat. Das ist ein Star Wars Boba Fett. Es ist so ein bisschen der Boba Fett des Films, ja, das ist richtig. Aber ich glaube, ich weiß nicht, was so seine Designvorlagen waren. Kann schon sein, dass er sich bei Warhammer orientiert hat, klar.
Aber es ist nichts, was tatsächlich irgendwie. Übrigens, dieser Film brachte Probleme mit sich, gerade in der Bewerbung, mit denen ich nicht gerechnet hätte. Wir haben ja, um jetzt mal wieder zurück zum Rollenspiel Space 1889 zu kommen, wir haben ja einen Trailer gemacht, bevor wir den Kickstarter gestartet haben. Da gab es noch kein Drehbuch, da haben wir einfach nur die Welt beschrieben und so grob die Richtung, in die Story gehen sollte. Und den haben wir auch auf Englisch gemacht. Und gerade viele Amerikaner oder Engländer sehen halt diesen Trailer und beschweren sich gar nicht zu Unrecht über die Dinge, die in diesem Trailer vorkommen. Nämlich zum einen, wir haben er ist natürlich aus einer anderen Zeit. Wir haben da weiße Europäer, die den Mars besiedeln, ohne dass das da groß hinterfragt wird. Wir haben Thomas Edison als den genialen Erfinder, wobei wir heute wissen, dass er halt eine Drecksau war. Aber das sind halt leider Dinge, die in dem Setting so festgelegt sind, die Frank Chadwick vor 30 Jahren für seine Bücher so festgelegt hat. Und wir mussten damit arbeiten, wo wir uns völlig bewusst waren, dass es problematisch ist. Und wir haben für all diese Dinge einen Twist gefunden, glaube ich, weil das ja alles noch Thema wird, aber erst in der zweiten Hälfte des Films, weil wir natürlich auch dem Setting gleichzeitig treu bleiben mussten. Und natürlich sind die Kolonialisten aus England, die Bösen. Natürlich ist Thomas Edison ein Arschloch. Wobei das Setting, das darf man, also das, wie der Uhrwerk Verlag es dann umgesetzt hat, neu sehr viele auch graue Zwischentöne hat und durchaus sehr viel richtig, Kritik am Kolonialismus. Richtig, die sind aber da auch ziemlich subtil. Vor allem, weil es ja auch als System für Briten und Amerikaner geschrieben ist, sind natürlich die Belgier die Schweine, was ja auch in Ordnung ist. Und Jörg, der den Thomas Edison gespielt hat, meint, der hat es gerne gemacht, die Drecksau gespielt. People of Color könnte man aber trotzdem in das Setting einfügen. Das ist tatsächlich ja, unsere Beschränkung. Ja, das ist richtig. Da ist einfach, wir haben einfach zu wenig Leute. Ich meine, wir können jemanden gelb anmalen, das ist alles. Wir haben einen Viertelschwarzen in dem Film als Marsianer, der dann leider, und das tut mir echt leid, aus der finalen Fassung rausgeschnitten wurde, weil er einfach Daniel. Ich war gerade überlegen, ob irgendwas von ihm drin gelandet ist. Nein, weil er war Teil einer Plotfassung, wo sehr viel mehr Erklärung zwischendurch drin war. Und wir haben irgendwann gesagt, boah, es ist zu viel Exposition, es muss raus, erreichen jetzt drei Sätze aus dem Off von der körperlosen Stimme und dann tat es mir auch echt leid, aber dann ist er wieder rausgefallen. Machen Sie sich um mich keine Sorgen. Es ist halt, dass die Leute, die hier mitspielen, sind größtenteils einfach bekannte Freunde oder Leute, die sonst irgendwie über die Rollenspielszene zu dem Projekt gestoßen sind. Und die deutsche Rollenspielszene ist sehr weiß. Mit Budget, wenn wir Schauspieler haben. Du, sind wir mal ehrlich, es ist nicht die deutsche Rollenspielszene, die sehr weiß ist. Selbst wenn Paizo in seine Pathfinder-Bücher jeden dritten Archetyp farbig macht, das spiegelt überhaupt nicht wider, wie Rollenspieler tatsächlich. Wie die Leute aussehen, die am Tisch sitzen. Ja, klar, auf der Gen Con hast du vielleicht 1% Farbige, wenn es hochkommt. Es ist ein furchtbar. Es ist wahrscheinlich genauso weiß wie Skifahren oder Tennis. Tennis ja nicht mehr. Es gibt, ich wollte gerade sagen, aber Skifahren. Lass uns bei Skifahren. Das ist so weiß, dass ich es noch nie gemacht habe. Ja, so weiß will ich gar nicht sein. Manche Hobbys, es ist kurios, dass man wirklich so dann, dass er sich das anschaut und denkt, das ist zu weiß für mich. Es ist wie in den Bob tragen und den Manager sprechen wollen. Okay, aber das trifft dich hier gerade ab. Ich wollte eigentlich nur. Genau. Daniel ist leider nicht mehr drin. Es tut uns leid. Ach, das wusstest du noch gar nicht. Ups. Hast du den Film nicht gesehen? Rollenspiel ist nach meinem Wissen noch mehr ein europäisches und amerikanisches Phänomen, oder? Und japanisch. Aber hallo. Und richtig, ja. Also in Asien ist es tatsächlich auch kein so kleines Ding. Da ist unser Edison. Also ich meine, erst im Vorspann quasi ist er ja schon mal zu sehen, aber hier haben wir nochmal. Vor allen Dingen, wir haben also du bist nicht, Daniel, wenn du das jetzt bist im Chat, du bist nicht ganz raus, du bist auf der Blu-ray drauf. Du bist in den Deleted Scenes drin. Man sieht dich. Nur in dieser Fassung sieht man dich nicht, aber du bist im Herzen bei uns. Das war ja eh nur so eine Zwischentür- und Angelaktion. Ne? Wir wollen jetzt noch jemanden für die Rolle und hier hängen wir jetzt mal einen Greenscreen an die Tür und jetzt sagen wir bitte die 5 Sätze. Und eigentlich war das ja beim Dreh von The Owling 2, wo der Daniel unseren großartigen Sergeant Austin, Danny Austin gespielt hat. Und einen super Kontrapunkt zu Michael gegeben hat, der ja keine Lebensfreude ausstrahlt. Null.
und Daniel alle. Jörg ist übrigens immer noch lustig, dass ich nicht nach ich klinge. Ja, wir haben, beziehungsweise seltsam, dass Edison von Max gesprochen wird. Das war auch sehr, sehr putzig, dass wie Max sich da reingebracht hat. Es gibt Tonaufzeichnungen von Edison. Das ist großartig, ne? Und sie hat da versucht zu imitieren. Sie ist ziemlich gut getroffen. Mary had a little lamb. Ja. Mir hat sich da auch richtig dran gehängt. Ja. Aber wir haben Jörg vor allen Dingen gefragt, weil wir, als wir angefangen haben, für das Drehbuch, Recherche und sowas alles zu machen, es gibt ein Jugendfoto von Edison, in dem er Jörg sehr ähnlich sieht. Und dann gespenstisch haben wir, ähnlich. Ja, dann ich bette, wir werden, Jörg. Das ist für mich der Beweis, dass es noch Zeitreisen, dass noch Zeitreisen erfunden werden, diese Ähnlichkeit. So. Ja. Aber wir lassen uns mal kurz über den Uhrwerk Verlag reden, deswegen sind wir hier. Wir driften hier schon wieder. Aber ist egal, wir wollen ja noch ein bisschen reden. Wir können ja ein bisschen driften, aber trotzdem, wie war das? Was kann man tun, um den Verlag zu unterstützen und warum sollte man das tun? Man kann natürlich immer noch, der Verlag arbeitet ja weiter. Es ist, Insolvenzverwalter ist bestellt, aber das heißt, dass sie weiter ihr Tagesgeschäft machen und dann ist halt eben die Entscheidung, was davon wird weitergemacht und was wird abgestoßen oder sonst irgendwas. Solche die Dinge, die alle in Zukunft passieren, aber aktuell kann man noch ganz normal alles bestellen und das wird man auch wohl auf eine Weile raus können. Und wenn man bei ihnen Sachen bestellt, heißt das, dass ihr Umsatz gut aussieht und das steigert vermutlich die Chance dafür, dass sie sehr viel selbstbestimmter in die Sache reingehen können und Sachen machen können. Das heißt, wenn man jetzt beim Uhrwerk Verlag was kauft, weil man immer schon überlegt hat, ich könnte noch ein paar Space-Sachen gebrauchen oder da dieser Splittermond-Magieband, der lacht mich doch schon eine ganze Weile an. Oder Numenera, darüber müssen wir gleich noch reden. Numenera oder das Deponia-Rollenspiel oder solche Sachen, dann ist das jetzt ein guter Zeitpunkt, um die nochmal zu pushen. Jörg fragt, wenn ich die Lizenz von Space von Uhrwerk kaufe, kann ich dann Edison noch zum Guten umschreiben? Theoretisch ja, aber soweit ich weiß, gehört die Lizenz nicht Uhrwerk, sondern sie sind auch nur Lizenznehmer von Frank Chadwick. Dem Erfinder. Und das, also nicht von Edison, sondern von Space. Und soweit ich weiß, heißt das auch, dass diese Lizenz dann wieder bei ihm landen wird und er damit halt irgendwas anderes machen will. Ich denke, du musst dir dann von Frank Chadwick kaufen. Aber dann kannst du Edison natürlich zum Guten umschreiben. Könnten wir uns da nicht gegen wehren. Das wäre dann fest Teil des Settings. Thwarted. Entschuldigung. Und warum man den Uhrwerk Verlag unterstützen sollte. Das hat jetzt, also ich kann das nicht für mich hundertprozentig davon trennen, dass ich mit vielen von den Leuten befreundet bin. Und dass ich halt genau weiß, gerade wenn das teilweise dann Leute sind, wo es ein Pärchen ist und beide arbeiten beim Uhrwerk Verlag zum Beispiel, wie scheiße das dann ist, wenn für beide gerade ihr Arbeitsplatz möglicherweise irgendwie unsicher ist. Das ist alles halt einfach große Unsicherheit gerade. Das belastet die Leute enorm. Ich kriege das ja auch mit. Ich rede mit denen. Aber darüber hinaus, ich glaube, meine erste Reaktion war, nachdem wir das erfahren haben und irgendwie das kurz verdaut haben, und ich glaube, das Erste, was ich danach sagte, war, ich möchte keine deutsche Szene, wo es den Verlag nicht mehr gibt. Ja. Weil ich also finde, meine dass erste sie ein wichtiger Reaktion, Bestandteil das sind. Wird jetzt, klingt jetzt blöd, meine erste Reaktion, soll ich es erzählen? Meine erste Reaktion war, ich bin echt erleichtert, weil Patrick hatte vorher so ein Geheimnis drum gemacht, was er uns jetzt erzählen will und wie schlimm das ist, dass ich dachte, er wäre todkrank. Ja, wir ich haben dachte uns jetzt gemacht. Echt, okay, jetzt sagt er was ganz Schlimmes und jetzt, keine Ahnung, wie gehe ich jetzt damit um? Was hat er? Hat er noch 3 Wochen zum Leben? Wenn er nur noch 3 Wochen zu leben hat, warum hängt er da mit uns hier rum? Mach was Vernünftiges. aber ja, dann war es eben etwas auch sehr Schlimmes, aber halt trotzdem konnte ich mir halt nicht verkneifen, erstmal zu sagen, okay, Gott sei Dank geht's dir gut, körperlich. Ja. Das war so dieses. Das ist natürlich eine scheiß Nachricht und das ist alles furchtbar, aber hey, gesundheitlich ist alles in Ordnung. Also hoffentlich. Ich habe jetzt kein ärztliches Zeugnis von ihm. Aber das geht uns auch gar nichts an. Das findest du jetzt auch nicht. Das wird jetzt Entschuldigung. Aber ja. Man sieht ja die Fäden, aber das gehört dazu. Ja. Oh Gott, das ist das Kornsilo. Ja. Von jemandem. Wir sind oben auf diesem Kornsilo auf keine Ahnung wie viel Meter rumgerannt. Das ist im Kornsilo, das zum Glück leer ist. Wird danach natürlich gewaschen. Nachdem ich. Ach so, danke. Das Problem sind nicht die Schädlingsbekämpfungsmaßnahmen, sondern ich. Ich bin das Problem. Deine dreckigen Füße. Ja. Ja. Oh Mann, das war ganz schön aufwendig, diese scheiß abprallenden Steinchen zu machen, nur weil wir bei Regen gedreht haben. Ja, ich musste erklären, warum dann Prasseln zu hören ist und du musstest es ausbaden. Mhm. Wir hatten halt nicht viel Zeit, es zu drehen. Die Leute dann einen. Es ist ja alles, es ist ja keine Schauspieler. Du musst irgendwie um die Zeitfenster der Leute rumarbeiten, sie an einen Ort kriegen,
sie im Zweifel zu Hause abholen, durch die Republik fahren, einen Ort finden, der zentral ist, wo man das Wohnmobil, das war ja das Gute, das Studio war immer mobil. Ne? Der Ätherflieger konnte irgendwo hinfahren zu dem Zeitpunkt noch. Und dann hatte man halt einen Tag für, keine Ahnung, eine halbe Stunde Film, die man drehen musste. Und wenn es dann geregnet hat, dann okay, egal, wir drehen es erstmal mit Regen. Falls wir Zeit finden und es nicht regnet, drehen wir es vielleicht nochmal, aber wir nehmen jetzt das. Und dann war es halt so. Aber egal, Ätherrauschen kann halt wie Regen klingen und prassende Meteoriten, naja. Mhm. Ja, was haben wir noch alles mit Urwerk erlebt im Laufe der Jahre? Ich habe eben schon eine Minerva reingeworfen. Du hast mit dem Urwerk Verlag jemanden gefunden, der dran geglaubt hat, dass man da was draus machen kann. Nicht von Anfang an. Nachdem du erklärt hast, dass Numenera nicht einfach nur D&D mit einem neuen Skin ist. Ja. Weil das war ja irgendwie das, was alle verstanden haben am Anfang, weil Monty Cook draufsteht. Ja, und das war, ich bin immer noch verliebt in Numenera als Setting und ich spiele sehr gerne und ich schreibe vor allen Dingen unglaublich gerne Abenteuer dafür und es bietet super Freiheiten und ich war ganz begeistert davon und ich habe halt durchaus auch mit allen Leuten, die irgendwie beim Verlag arbeiten oder so drüber gesprochen sind, Numenera, das wäre doch vielleicht was. Das kann man doch sicher machen, guck mal, hier, das Crowdfunding war auch sehr, sehr erfolgreich, das könnte man auch vielleicht auf Deutsch machen. Und damals haben alle gesagt, nee, was Neues auf dem deutschen Markt etablieren und das ist doch auch nur irgendwie, entweder war das ist auch nur D&D oder das ist zu abgefahren. Es gab diese zwei Meinungen irgendwie dazu. Und Patrick hat auch erst gesagt, nee, das sieht er nicht so. Und dann irgendwann hat er uns besucht. Zu dem Zeitpunkt haben wir quasi Nachbarschaft von Oliver von Feder und Schwert. Damals war er noch Chef von Feder und Schwert gewohnt. Oliver Hoffmann. Hoffmann, genau. Und Patrick hat uns besucht und dann haben wir irgendwie gemeinsam irgendwie Oliver besucht und saßen da und dann hat er eröffnet, ja, haben darüber nachgedacht und wir würden Minerva machen, auch als Crowdfunding. Und das Timing war halt leider so doof, dass ich zu dem Zeitpunkt einen Nierenstein hatte und furchtbare Schmerzen. Und ich saß halt da und guckte ihn an. Toll! Das ging mir furchtbar, aber eigentlich habe ich mich sehr, sehr gefreut. Also ich habe es geschafft, damals irgendwie ihm zu vermitteln, dass das eine gute Idee wäre. Und dann haben wir das Crowdfunding gemacht. Und es war ja lange das erfolgreichste deutsche Rollenspiel-Crowdfunding. Und weder Patrick noch wir haben damit annähernd gerechnet. Das war also ein totaler Schuss ins Blaue. Er hat sich da, glaube ich, auch teilweise ziemlich verzettelt. In dem Sinne von, was machen wir jetzt? Ja, das ist halt dieses, da hat man schon gesehen, wo die Probleme oder die Gefahren bei Crowdfunding liegen können, wenn man sich von der eigenen Erfolgswelle so sehr mitreißen lässt, dass man sich genötigt fühlt, ständig noch irgendwas draufzuschmeißen und noch mehr mitzuschenken. Weil dieses Paket, das man am Ende für 50 Euro bekommen hat, hatte halt einen Wert von 120, 130 Euro oder sowas. Da war so viel drin. Ja. Yeah. Und ich glaube, daraus haben sie auch viel gelernt, beziehungsweise da haben vielleicht auch andere Verlage was draus gelernt. Diesen Mittelweg zu finden aus, du kriegst mehr, je erfolgreicher es ist, es ist auch wertig, aber du machst dich damit nicht kaputt. Ja. Und das war auch das Quatsch, das habe ich noch gemacht, ne? Also da hieß es, okay, aber wir müssen... Haben wir alles abgewickelt. Ich habe die Startnext-Seite angelegt, es lief alles über meinen Namen, ich habe das ganze Geld erstmal entgegengenommen, ich musste zur Bank gehen und dafür sorgen, dass die das freischalten. Zur Hälfte, an der Hälfte muss über mein PayPal. Ich musste es versteuern und das war mir alles sehr, sehr suspekt, diese ganzen Geldmengen plötzlich. Ich habe interessante Angebote von der Bank plötzlich bekommen, warum ich so viel Geld hatte. Ich habe es möglichst schnell an Urwerk weitergegeben. Alles. Mir hat PayPal gesagt, wir haben ihr Konto gesperrt, hier passieren seltsame Dinge, warum haben sie auf einmal so viel Geld? Da musste ich denen auch erstmal erklären, womit das zusammenhängt und warum ich das Geld auch tatsächlich brauche. Ja, aber das ist dann, das war die wilde Anfangszeit, ne? Ja, also inzwischen ist es natürlich alles viel geregelt. Ja. In Deutschland. Man konnte ja auch keinen deutschen Kickstarter machen zu dem Zeitpunkt. Das ist halt alles, da waren wir tatsächlich mit dem Urwerk Verlag so ein bisschen ahead of the curve, könnte man sagen. Es wird gefragt, wo man den Film herbekommt. Man kriegt den über Urwerk. Genau, im Urwerk Shop kann man den auf DVD bestellen. Ich hoffe bald nicht mehr. So viele hatten sie nicht von den Scheiben. Ansonsten kann man ihn digital auf Vimeo kaufen. Wenn man Vimeo und Space 1889 eingibt, ich habe den Link, glaube ich, jetzt nicht hier reingepackt, aber... Er müsste beim Urwerk Verlag sein. Man findet das. Ja. Sonst kann ich es gleich nochmal hier reinposten. Ja. Jörg hat vorgeschrieben, auch wenn hier gleich wirklich Blut für den Film geopfert wird, das bezieht sich auf die Stelle, wo Anselm ihn ins Gesicht schlägt. Dazu muss man aber sagen, dass Anselm hat ihn natürlich nicht wirklich ins Gesicht geschlagen, logischerweise. Und da ist es auch bei dem Schlag selber nicht schief gegangen. Aber bei einem der Takes
ist Jörg ungünstig zusammengeklappt und hat sich die Nase richtig übel irgendwie an seinem Schulter, glaube ich, angehauen. Ja, der Ellbogen. Ja. Oder Ellbogen. Also es war halt nicht der eigentliche Schlag selber, sondern das zu Boden gehen, das dann schmerzhaft wurde. Und gewisse Leute haben möglicherweise einen Loop aus dieser Aufnahme geschnitten. Gewisse Leute. Ja, man lebt halt gefährlich als Stuntman. Was kann ich tun, um sie davon zu überzeugen? Ihr habt immer in all eure eigenen Stunts gemacht. Du ja auch. Ne? Man sieht in der einen Stelle sieht man ganz genau, dass du so einen richtigen, dass du fast einen Bluterguss an der Wange hast, da in dem Herrenhaus. Weil wir eigentlich eine Action-Szene noch hatten in dem Schlafzimmer. Und direkt wo der erste Versuch davon ging so schief, dass wir gesagt haben, dann vielleicht volle Kanne mit dem Jochbein irgendwie gegen so ein Holzbrett gerannt. Und dann haben wir gesagt, okay, das machen wir nicht mehr. Und jetzt müssen wir halt damit leben, dass du den Rest der Szene hier roten Flecken im Gesicht hast. Die Szene mit der Marsianerin, Attentäterin, die sich ins Zimmer geschlichen hat. In meiner Vorstellung stellen die zwei dann fest, dass sie es gar nicht so einfach haben, als die einzigen Frauen in einer Truppe von Männern, die alle Idioten sind. Richtig. Und dann haben sie gemeinsam irgendwie einen Tee getrunken und sind ihrer Wege gegangen. Also niemand ist da zu Schaden gekommen. Das können wir irgendwann als Spin-off nochmal drehen. Ja. Ich sehe keinen Graviton-Schlüssel. Ja. Es ist halt, wir sind dieser eigentlich alle nicht wirklich dafür geeignet, Stunts zu machen, vor allen Dingen ich nicht. Ich hatte ja echt die Hoffnung, dass wir das Ganze hier noch ein bisschen fortsetzen können, dass wir noch ein paar Abenteuer schreiben können. Es gab ja im Crowdfunding so ein Szenario, das man spielen konnte. Wir hatten sogar noch Artikel für das Ätherversum 3, die dann auch nicht mehr irgendwie in einer Form erscheinen. Aber ich hoffe, dass wir das zumindest als Fanprodukt noch rausbringen können. Dass man mal vielleicht eine überarbeitete Version von dem Abenteuer-PDF irgendwie zumindest unseren Patrons zugänglich macht, oder dass wir halt die Sachen, die wir angefangen haben, irgendwie zu Ende bringen. Gilt auch für die anderen Sachen, die wir für Uhrwerk noch machen. Ne? Also jetzt laufende Crowdfundings, Forbidden Lands, also wollten wir ja auch was schreiben. Vielleicht können wir es einfach zum Spaß machen und online stellen. Mal gucken. Ja. Bin auch sehr gespannt, wie sich das entwickelt, was dann entschieden wird. Das ist halt, müssen sehr, sehr viele einzelne Entscheidungen jetzt zu allen Projekten fahren. Ich habe einen Dinosaurier an Bord, der muss da werden wir wohl einfach Stück für Stück dann von Uwek auch mitgeteilt bekommen, wann was wie mit welchem Projekt passiert, wann welche Bücher rauskommen. Er und seine marsianischen Kumpane haben dieses Schiff von ihrem Onkel überschrieben bekommen und sie sind auf der Suche nach etwas, was sich Die Leute jagen? Action-Szene im Schlafzimmer. Nein, das mit den Leute jagen hat damit zu tun, dass ein paar Blu-Rays noch nicht unterschrieben sind. Ah, aber die von anderen Leuten schon. Das kriegen wir schon hin. Ja, ich denke auch. Wir hatten gerade eine meiner Lieblingsszenen. Ich durfte Anselm anschreiben. Das ist auch eine meiner Lieblingsszenen. Sie ist eine Gefangene. Wir sind jetzt tatsächlich über den Punkt hinaus, wo der Film bisher frei auf YouTube ist. Aber ich denke, dass man auch mit dieser Version wenig anfangen kann, weil wir die ganze Zeit dummes Zeug drüber labern. Ich habe ja gesagt, ich hoffe, dass keiner von den Kickstarter-Backern was dagegen hat. Wenn wir es schaffen, dass Patrick keine Durchfahrt-Days mehr hat, dann werde ich den auch irgendwann ohne doofen Audiokommentar ins Netz stellen. Das war komplett. Das wäre mir natürlich auch lieb, weil man macht so einen Film ja nicht. Damit die nur ein paar Leute sehen. Ich bin ja auch sehr traurig, dass es wenig im Netz dazu an Reaktionen gab. Es gibt, glaube ich, irgendwie eine Rezi. Ich würde mich freuen, wenn ihn mehr Leute sehen. Egal, ob er ihnen gefällt oder nicht. Hauptsache, er wird geguckt. Ich meine, das waren 5 Jahre Arbeit. Ne? Das machen wir auch nicht normal. Nicht in der Form. Nee, ich glaube, danach haben wir alle gesagt, das war jetzt cool. Ja. Also der nächste Film, den ich mir vorstellen kann, ist eher so eine Milieustudie über Pen-Paper-Rollenspiel im Stil von Clerks. Gedreht im Fischkrieg oder vor dem Fischkrieg über ein paar Leute, die da an einem Tag Beziehungsprobleme oder Alltagsprobleme haben. Und bin ich ohnehin schon Patrick dann wiederum gebucht als Silent Bob? Also ich finde schon, Patrick und Uli müssen als Jay und Silent Bob dann vor der Tür stehen, ja. Vielleicht ist das jetzt ihre Zukunftsprognose, ne? Zumindest wenn es nach dem Ockenspalter-Metaplot geht. Sie stehen vor einem Rollenspielladen und verticken illegal ihre eigenen Rollenspiele aus der Manteltasche. Lämmler der Film mit einem echten Schwein. Mit einem echten Meerschwein. Denn es ist ja ein Meerschwein. Ich bin der Pirat und ich habe ein Schwein auf der Hohen See. Das ist ein Meerschwein. Also die Lämmler-Version von Meerschwein. Ja, ja. Also tatsächlich Schwein, das auf dem Meer lebt. Offenbar kommt dieses Konzept gut an. Signiert ihr meine MP4? Ich kann gerne einen USB-Stick signieren. Ja. Das ist, Oder wir signieren dir noch ein Poster und geben es dir.
Ja, also wenn ihr das gut findet mit Clerks für Rollenspieler, dann könnt ihr ja mal was dazu schreiben. Vielleicht machen wir das. Das klingt ja auch wie etwas, das könnte man relativ umsetzen. Das kannst du an ein paar Wochenenden drehen. Hauptsache, das Drehbuch taugt. Ne? Und dann müssen wir natürlich so tun und in den Schwarz-Weiß drehen. Mhm. Und dann tun wir natürlich so, als hätten wir den in den 90ern schon gedreht und finden ihn plötzlich auf einer alten Festplatte. Dann verzeiht man uns mehr. Oh Mann. Wir hatten eigentlich auch vor, nochmal eine neue Verlagsvorstellung. Wir hatten mal so eine Doku über Virgin Interactive gesehen. Virgin Interactive. Nein, Virgin, einfach nur Virgin. Einfach nur Virgin, ja. Hinter mir sind Leute, die nicht ganz ihre Kragenweite sind. Das wollten wir einfach kopieren. Patrick mit so Fake-Koteletten und Sonnenbrille in den Keller von der Kirche setzen und zeigen, wie er 1975 Splittermond 1 erfindet. Dabei sind Sie. Naja. Die Vorstellung. Wir hatten viele bescheuerte Ideen. Einer meiner Lieblings- Videos, das wir zusammen mit dir gemacht haben, ist auch immer noch ihre alte Verlagsvorstellung. So wo die durch ihr altes Büro gegangen sind, behauptet haben, das wäre im Shard in London, beziehungsweise in der Stadtverwaltung in London. Und jeden Monat ist Uli Lindner der Mitarbeiter des Monats. Einmal ist es ein seelenloser Stahlbolzen und dann gehen wir in die Fremdsprachenabteilung und alle lesen aus einer spanischen Speisekarte vor. Ja, und alle heißen Jorge Götz oder Jorge Lindner oder, oh Gott. Das war alles deren Idee. Ja, aber das war voll kompatibel zu unserem Humor. Also. Oh Gott, ich hab so lachen müssen, auch bei dem Dreh schon. Vor allen Dingen, wo wir live Patrick von Uli haben vertonen lassen und so einen Scheiß. Das war, man konnte mit denen einfach so einen Unsinn machen. Die waren sich für fast nichts zu schade, außer für das erste Let's Play vor der Kamera. Ja, das ist schade. 2012 oder 2013 haben wir ein Star Wars Let's Play mit ihnen gedreht und dann mussten wir es leider wegschmeißen, weil es war ihnen dann doch unangenehm. Kann ich auch verstehen. Ja. Uli hatte auch ewig lang eine Manschetten vor und meinte, er weiß es nicht. Hat er für Splittermond, hat er sich mal überwunden, das auszuprobieren und meinte, ich hab's fast gemacht. Aber machen wir das nächste Mal. Das ist eine ganz andere Art des Rollenspiels. Das ist meist konzentriert. Das ist irgendwie kondensierter. Man hat mehr Spaß pro Minute, würde ich sagen. Ja. Und mehr Druck pro Minute. Ja, was mit Jurassic Road ist. Der letzte Stand, den ich von Delic habe, ist, sie wollen es nach wie vor auf DVD rausbringen, nicht auf Blu-ray, auf DVD. Und momentan gibt es Probleme mit der Person, die das Menü herstellen soll für diese DVD. Und ich habe mich schon umgehört, ob jemand das machen kann, der extern unterwegs ist. Habe auch ein paar Leute angefragt. Es könnte auch sein, dass darauf hinausläuft, dass ich das selber mit einer alten Version von Adobe Encore mache. Das ist aber nicht mein Lieblingsszenario. Mal gucken. Aber theoretisch könnte ich Ihnen das natürlich basteln. Das ist ja im Grunde nur, starte den Film, wähle die Sprache aus. Das kriege ich noch hin. Ich habe es auch bei Space hinbekommen. Es ist halt nicht schön. Ja, also... Ich musste gerade lachen, weil die Szene war, wo wir den Gang runterlaufen und ich diesen langen Techno-Babbel-Satz runterleiere. Das tief durchatmen danach ist nicht wirklich gespielt. Und ja, weil ich nicht genug zu tun habe. Genau deswegen. Deswegen. Es gibt halt quasi keine Software mehr, standardmäßig, um als privater Nutzer ein DVD-Menü zu erstellen. Ja, wer braucht das denn auch? Wer erstellt sich schon noch seine eigenen DVDs? Außer meinem Vater oder sowas. Ne? Das ist was Rentner machen. Entschuldige, das ist halt nicht mehr die Art, wie Filme konsumiert werden. Du brauchst keine DVD-Menüs mehr. Gut, böser Rat von Martin Döpker, Hamsterkäufe, das wird alles viel teurer, wenn es Uhrwerk nicht mehr gibt. Kauf den Uhrwerk-Shop leer, sehe ich genauso. Es war jetzt schon sehr schwierig. Maggie war ja bei Rocket Beans letzte Woche bei Almost Daily und hat davon Legatin des Bösen erzählt und dann hat sie aber vergessen, Buddy ihre Version zu schenken, die sie mitgebracht hat. Also er hielt die ganze Zeit so in der Hand, blätterte rum. Ich dachte mir, kann man da lassen? Und dann war ich am Ende der Folge einfach so verpeilt. Ja, klar. War ja kein Vorwurf. Deswegen sagte ich, okay, dann kaufen wir halt eine und schicken sie ihm zu. Und dann war das gar nicht mal so einfach. Weil ich dachte, die wäre noch erhältlich. Und dann war das auch am Morgen, war das noch, ich habe noch geschaut, während die Sendung lief, ob man die noch bestellen kann. War noch bei Amazon. Und als ich es dann bestellen wollte, war es weg. Ja, und bei Ulysses, bei Uhrwerk war es weg. Ich wusste nicht, dass das ausverkauft ist. Offenbar. PDFs ist natürlich noch da, aber ja, wenn, dann müssen wir das Buch kaufen. Ich habe es jetzt beim Sphärenmeister gefunden. Sphärenmeister Spiele, Roland Barr hat es noch. Der hat viele Sachen noch, wo man den kriegt man nicht mehr. Oder hat einfach der ganz normale Rollenspielladen um die Ecke, mag es noch haben, wenn ihr beim Fischkrieg oder beim T3 oder was weiß ich wo reinschaut oder bei Highlander Games. Ich sage jetzt noch ein paar wahllose Namen von Rollenspielern, die ich kenne. Ultra Comics. Genau, da mag das noch irgendwo rumliegen und sollte man dann zuschlagen, ist schon wichtig. Und kauft alle Splittermond-Sachen, habt ihr auch völlig recht, ja. Kauft alle Splittermond-Romane.
Sie sind super. Ich habe nur den ersten gelesen, den fand ich gut. Das war der von Anton? Der war von Anton Weste, ja. Also der hat sich sehr... Das war ein sehr angenehmer... Hat sie mir eigentlich die Szene, die man am ehesten hätte rausschneiden können, aber dann war sie so aufwendig, dass ich nicht eingesehen habe. Es ist einfach nur die Action-Szene, die in der Mitte des Films kommen muss. Mhm. Zwei Raumschiffe folgen sich durch ein Asteroidenfeld. Es kommt nicht, hält nicht ganz mit bei Star Wars, aber ich wollte es drin haben. Seetroll wird hier vorgeschlagen. Natürlich auch ein toller Laden, sehr sympathischer Verkäufer. Und einer mit der schönsten Lage. Ein Roland Bar findet auch, dass das ausgezeichnet ist. Was haben wir noch? Wizards Well gibt es noch. Fantasy Forest, einer von beiden gibt es nicht mehr, ne? Aber Mannheim. Ich glaube, der Fantasy Forest. Atlantis, hattest du schon gesagt. Andere Welten in Hamburg hat auch Rollenspielkram. Auch ein toller Laden, wenn es den noch gibt. Gut. Das war dieser Gang. Dieser Gang und Anselms Bart sind unter anderem auch der Grund für einige Plotentscheidungen. Wir mussten uns gerade anpassen, wie lang Anselms Bart jeweils war. Mhm. Wir mussten manchmal an einem Tag eine Szene drehen, wo er noch den Vollbart hatte von der Venus. Dann hat er sich rasiert und dann haben wir die Szenen gedreht, die am Ende des Films oder in der Mitte des Films stattfanden. Spielzeit in Krefeld. Was machen wir eigentlich mit ihm? Ihn aus der Luftschleuse werfen? Das würde nicht wagen. Stimmt. Die Szene haben wir, glaube ich, in der anderen Version auch geschnitten. Ne? Das ist nur in der Extended. Wir gucken gerade die Extended-Version des Films. Das Verhör war uns da nicht wichtig genug. Das haben wir teilweise rausgenommen. Anselm hat irgendwann beschlossen, dass sein Charakter einfach den Tick hat, dass er Leuten die Hüte klaut und nicht so was klauen will. Bitte. Zaharov hat recht. Ach ja. Ja, im Ultra-Comics stimmt, Alexander. Alexandra, entschuldige, ich habe von der Seite nicht richtig gelesen. Da haben wir auch schon Sachen gefunden, wo wir dachten, die gibt's nicht mehr, ne? Was ist mit den Cthulhu-Sachen? Ich nehme an, du meinst die Achtung Cthulhu-Sachen. Die anderen haben also Angst. Da habe ich aktuell keinen Überblick drüber. Nein, ich brauche Franz an den Kontrollen, was damit alles, was alles zu haben ist und was nicht. Was man noch kaufen kann? Ja. Wenn da noch was im Shop ist. Das sind der Uwek hat die deutsche Version von Modifiers Achtung Cthulhu gemacht. Da ist halt jetzt die Frage, was wird daraus? Es ist ja ein Modifiers-Projekt. Wem werden die denn die Lizenz weiter für den deutschen Bereich geben? Es wäre natürlich passend, wenn sie es dann Pegasus weitergeben. Oder? Ja. Pegasus und Uwek sind ja schon ziemlich dick. Pegasus hat ja auch mit ihnen da teilweise schon zusammengearbeitet. Also Pegasus hat ja dieses Games Orbit-Ding, sie. Und also dieses Rundschreiben-Heft-Magazin. Dieses völlig neutrale Magazin über die Rollenspiele-Szene. Und sagen wir so, also sie haben im Rahmen von ihrem vom ganz normalen Cthulhu, das sie rausbringen, durchaus auch Werbung gemacht für Achtung Cthulhu, was nicht nötig, aber nett ist. Okay, Markus schreibt, es passiert ihm ständig, dass es Dinge nicht mehr gibt, nachdem er sie gekauft hat. Dann habe ich jetzt eine Bitte an dich, Markus. Kauf nichts mehr. Wenn du glaubst, dass du das Problem bist oder du irgendwie verflucht bist, dann vielleicht reicht es, wenn du dir die Sachen ausleihst oder die schenken lässt, aber kauf nichts mehr. Aber was Roland Bar gerade sagt, Splittermond wird es weitergeben, ja. Das ist etwas, davon gehe ich ganz fest aus. Splittermond ist eine etablierte Marke, es hat seine eigene Spielerschaft, es gibt schon sehr, sehr viel Material, das da existiert. Guck mal, die Volkssternwarte in Paderborn, wo wir dank unseres Moderators und Patrons Raul drehen durften. Das ist jetzt blau. Er ist nicht mehr blau, er ist nicht mehr Moderator blau. Wo ist er? Der ist doch Moderator. Wo ist er denn? Ist er nicht da? Jetzt. Du übersiehst ihn, weil er nicht blau ist. Oh, stimmt. Okay. Dank unseres Patrons Raul haben wir diese Location bekommen, wo du dann auch schön... Das war das Letzte, was wir gedreht haben. Das war das Allerletzte. Ich habe noch gesagt, komm, diese Szene, die ist so schlecht geworden, die müssen wir nochmal drehen. Weil wir die auf diesem Getreidesilo eigentlich gemacht haben und da fehlte halt irgendwie irgendwie das Interaktive. Du konntest nichts machen. Hier konntest du an diesem Ding rumdrehen. Das ist schon mal viel wert. Ja, wir haben die kleine Sternwarte hin und her gedreht. Donk. Danke. Ich muss dazu sagen, diese ganzen Partikeleffekte, die habe alle ich gemacht. Und ich kann das eigentlich nicht. Ach komm, das ist doch okay. Ja. Und ja. Also... Ich finde es auch okay. Ich habe mir sehr viel selber beigebracht darüber, wie man mit Adobe After Effects und teuren Plugins so einen Kram macht. Aber ich erinnere mich auch an sehr viele Nächte, in denen wir fast nicht geschlafen haben, wo wir Schichten hier oben dem Rechner mit der Software gemacht haben, um einzelne Szenen zu rendern. War irgendwann der Punkt, wo wir die Deadline doch lange überzogen hatten.
Und dann habe ich irgendwie, wir dürfen es jetzt nicht noch eine Woche rausschieben. Der Film muss zumindest für die Bäcker muss nochmal verfügbar sein. Wir müssen diese Effekte hier machen. Und das war halt das Letzte. Parallel ist der Jan Haag an der Musik gesessen. Das ist übrigens, die kann man auch kaufen, die Musik digital bei janhaag.de. Das bringt dem Oberg Verlag jetzt zwar nichts, aber man hat schon die Musik gekauft. Heißt, Hannes hat immer, immer noch ein Trauma. Hannes hat mir geholfen, diese Helme zu konstruieren. Und der Fehler, der uns dabei unterlaufen ist, hat damit zu tun, dass aus mir vollkommen unerklärlichen Gründen mein Geodreieck ungelogen 420 Grad statt 360 hat. Ich weiß nicht, warum so ein Gegenstand existiert. Es ist ein Scherz-Geodreieck oder was? Was soll das denn? Ich weiß es du bist nicht. Dir schon klar, dass dein Kreis keine 420 Grad hat, oder? Ja, weißt du das? Das ist und mir bewusst. Pi ist deswegen auch nicht genau 3. Deswegen hat ja auch alles nicht funktioniert. Aber wenn Pi genau 3 wäre, hätte dann ein Geodreieck 420 Grad. Also ich habe keine Ahnung, warum es so etwas gibt, aber wir haben halt dann Sachen ausgemessen und haben Helme angefertigt. Maike ist sehr gut in Mathe, muss ich mal dazu sagen. Maike ist eine hervorragende Naturwissenschaftlerin und ich möchte mich nicht über sie lustig machen. Sie ist viel besser in solchen Sachen als ich. Vielleicht nicht mehr, aber sagen wir so, grundlegende Geometrie kriege ich noch hin, normalerweise. Und ich habe auch immer mir das angeguckt und mir gesagt, das sieht nicht so aus, wie dieser Winkel aussehen sollte, aber wahrscheinlich stimmt einfach was mit meinem Augenmaß nicht, denn ich habe es ja ausgemessen mit dem Geodreieck. Das ist eine sehr deutsche Einstellung. Wenn es auf dem Geodreieck so steht, ja, da ist ja auch sicher irgend so ein Gütesiegel drauf, ja, dann ist das mit Sicherheit, liegt das an mir, das ist, der Fehler ist bei mir und nicht in irgendeinem Produkt. Ja, exakt das. Hast du das haben da, die, das Geodreieck? Das ist noch unten irgendwo in der Werkstatt. Ich das schaue ich mir nachher mal an. Beweis. Ja. Genau, der grüne Ork haben Geodreieck nicht in 180 Grad. Ja, klar. Aber insgesamt hätte es einen Kreis mit 420 Grad ergeben, das Geodreieck. Also hattest du da ein Geo-Viereck mit 420 Nein, Grad? Nein, ich hatte ein Dreieck, ein Konstruktionsdreieck. Und das hatte eine andere Gradeinteilung. Und ich weiß nicht, warum. Ich hätte es mal googeln sollen, ob das vielleicht tatsächlich für irgendwelche besonderen Aufgaben gibt es, dieses Ding. Ich meine, ich habe es nicht selber gekauft. Das sind sowas wie Fahrenheit statt Grad. Ich weiß es nicht. Ich habe das Ding nicht gekauft, sondern ich habe es quasi aus dem Nachlass meines Opas übernommen. Das waren Grad Kelvin? Genau. Mein Opa war unter anderem Architekt. Ja, also vielleicht hat ihm irgendwann mal jemand ein Scherz-Geodreieck geschenkt. Ich weiß es nicht. Und ich habe es übernommen. Dann ist irgendwas passiert. Dann also Matheaufgabe, ja? Wenn ihr Geodreieck eigentlich 180 Grad haben sollte, ja, aber es in Grad Kelvin geguckt wurde, wie viel Grad müsste es dann anzeigen bei 180 Grad? Ist nicht so schwer. Kriegt sie hin. Ich weiß es nicht. Also es war auf jeden Fall eine sehr bizarre Bastelaktion, wo am Ende irgendwie die Dinger nicht zusammengepasst haben und dann immer penisförmiger aussahen. Ich hab's gesagt, so. Sie hat Penis gesagt? Ja. Und das vor 20 Uhr? Mhm. Wir wollten eigentlich über den Urk-Verlag reden und nicht über kaputte Geodreiecke, aber trotzdem schöne kleine Anekdote. Die wir ja auch versprochen hatten. Numenera war eigentlich gerade das Stichwort. Möchtest du mir noch mal ein bisschen erzählen, wie es mit Numenera weiterging? Es war ja auch nicht ganz reibungslos und am Ende war es auch ein bisschen frustrierend. Ja, wir haben dann ja sowohl die Kampagne übernommen, als auch ich habe dann die Übersetzung vom Grundregelwerk gemacht, alleine. Und für die kleineren Bücher haben wir die Sachen unter anderem verteilt. Das ist sehr viel Holz gewesen. Wir haben die Abstimmung gemacht mit der Community, wie die Übersetzung irgendwie ausgehen soll. Sie ist dann am Ende deutlich anders geworden, als ich sie ursprünglich geplant hatte. Ich fand übrigens trotzdem super, dass uns Monty Cook erlaubt hat, den Namen Numenera zu übersetzen und zur Abstimmung zu geben. Beziehungsweise sie haben uns ja gesagt, das hier ist unser Grundvokabular und dafür brauchen wir auch von allen unseren Lizenznehmern dann die Rückmeldung. Ja, aber da stand aber auch Numenera drauf. Ja, also haben wir das zur Debatte gestellt und es wurde dann nicht Orang-Utan Klaus oder Bob. Obwohl, wir haben immer darüber geredet, dass irgendjemand auf jeden Fall mal ein Einzelexemplar von Orang-Utan-Klaus machen muss in orangenem Kunstfeld. Ja. Gab's aber nie. Nee, aber das war ein Plan, der immer mal wieder im Raum stand. Und dann gab es halt irgendwie, das hat sich ja verzögert, unter anderem, erstens, weil es mehr zu übersetzen war als ursprünglich gedacht, weil ja dann noch mehr Add-ons sozusagen dazu kamen. Wir machen hier noch die PDFs, es gab diese sogenannten Glimmer und das musste alles verteilt und überarbeitet werden und ich habe dann erst festgestellt. Hier wird gerade erklärt, warum es dieser... Es könnte sich bei der Einheit auf dem Dreieck um Gon handeln. 100 Gon, 90 Grad, wird im Ingenieurbereich manchmal verwendet. Das hat sich Küstenheini doch gerade ausgedacht. Das habe ich noch nie gehört. Das glaube ich nicht. Das kenne ich schon in Neugrad, aber dann wären wir trotzdem nur bei 400 Grad, nicht bei 420. Okay, möglicherweise war es auch 400 Grad und ich habe 20 mir jetzt in meinem Gedächtnis dazu gerechnet. Das klingt eigentlich sogar noch wie die sinnvollste Erklärung dafür. Aber Neugrad, woher hätte ich das wissen Neugrad kenne ich auch nicht. Das ist so eine Stadt aus The Witcher. So.
Also, naja, auf jeden Fall, ich war nicht darauf vorbereitet, auf, ein, auf etwas, das nicht Grad, sondern Neugrad oder Gon hat. Also wird mir nie wieder passieren. Ich werde jetzt immer absolut prüfen, ob das Ding auch... Ja. Auf jeden Fall ich jetzt Michael Schlesinger meint, es könnte ein niederländisches Geodreieck gewesen sein. Das könnte natürlich auch sein, denn du kommst ja von der Grenze weg. 24 ist hier ganz normal. Okay, vielleicht doch. Die Fahrenheit-Theorie ist wieder aufgetaucht, ne? Die ist gut. Es ist auf jeden Fall sehr schräg gewesen. Numenera. Wenn du genau. Hier gerade wieder Visionen hast, du hast dreimal Visionen in dem Film. Ich habe öfters Visionen. Weil wir etablieren mussten, dass du am Ende was Magisches findest, mussten wir am Anfang sagen, deswegen. Das würde ich auch noch zu Tommy Krabbeis führen in Bälde. Wir sind schon bei 1,25 Stunden. Wir haben die Hälfte des Films geschafft, Leute. Der Film ist so lange wie The Last Jedi. Was halt. Aber ich wette. Ich kann weitere Vergleiche machen. Wir hören an dieser Stelle damit auf. Ja. Also wir haben dann, ich habe redaktionell Numenera dann auch die ganzen weiteren Teile betreut. Ich war dann so jemand, ich habe dann irgendwie dann mit Zähnenknirschen da gesessen und gesagt, das muss jetzt aber auch alles gut werden. Und zum Glück hatten wir dann ja auch die ganzen Leute, die teilgenommen haben und die PDFs gecheckt und gecheckt und gecheckt und gecheckt haben. Und ich glaube, das Grundregelwerk von Numenera auf Deutsch ist am Ende deswegen auch eine der saubersten Übersetzungen bzw. Lowcast von einem internationalen Rollenspiel geworden auf dem deutschen Markt, weil wir darauf zurückgreifen konnten, weil wir so viele Korrekturdurchgänge hatten, bis es dann in den Druck ging, dass, glaube ich, fast alles gefunden wurde. Es gibt so 2, 3 Fehler. Aber das war dir auch verdammt wichtig damals, das weiß ich noch. Ja. Du hast da echt viel Energie und Zeit reingesteckt. Ja. Und dann hat sich ein bisschen verzögert, weil es bei Uhrwerk lag. Und bis es dann alles irgendwie rausgekommen ist. Und dann war es nur so, die Packaktion haben wir tatsächlich... mitgemacht von 2016 im Hochsommer mit Thomas Römer und Katrin und Patrick haben wir bei Uli Kneiphoff zu Hause und haben all diese Bücher verschickt. Das war... War es 2016? Ja, war es, ne? Ja. Das war ziemlich hart. Wow. Oh Mann, wir sind... Ich weiß noch, dass irgendwann alle Leute sich irgendwie immer Ausreden fanden, warum sie nicht diejenigen sind, die in die Garage gehen und neue Pakete mit dem Rohmaterial zum Verpacken holen. Das war auch furchtbar. Dann warst du irgendwann der Einzige, der noch rausgegangen ist. Ah, ihr übertreibt's nicht, oder? Also beziehungsweise... und ich bin ja auch der Einzige, der nicht sofort einen Sonnenbrand bekommen hat, wenn er rausgeht. Oh Mann. Ich weiß noch, ich war dann auch so jemand... Ich bin Prokrastinator, das gebe ich ganz offen zu. Aber wenn ich mal angefangen habe, an etwas zu arbeiten, dann verbeiße ich mich da auch rein. Und ich weiß noch, dass ich glaube, ich habe mich unbeliebt gemacht, weil ich stand unter anderem zwischendurch an derselben Station wie Thomas Römer. Und Thomas Römer ist jemand, der gern und viel erzählt. Der stand dann mit der Schere in der Hand gestikuliert. Wir müssen mal ein neues Streitthema in den Chat werfen, weil sonst Last Jedi hier die Leute dazu bringt, sich zu zerfleischen. Ja. Darf man Thomas Römer ankacken, dass er gefälligst mehr arbeiten und weniger erzählen soll? Das ist nicht, die umstrittene nein. Frage. Das ist keine gute. Die Antwort ist nämlich eigentlich nein, aber ich habe es trotzdem gesagt. Lass uns lieber über Star Trek Discovery oder Game of Thrones reden, aber nicht mehr über Star Wars. Ja, genau, was Another One sagt, jetzt ist genug. Aber ich werde eventuell bereit, mich davon zu trennen. Ja, sagt Roland, man darf Thomas Römer ankacken. Ich habe ihn wirklich lieb. Nein, ich sag nein, man darf Thomas Römer nicht ankacken. Nein, er hat so viel gemacht, was ich sehr, sehr, sehr Thomas gerne... Thomas Römer hat das DSA geprägt, das ich liebe. Wenn es Thomas Römer nicht gegeben hätte, hätte ich nicht angefangen, DSA zu spielen. Ich würde dich nicht kennen, ich würde nicht hier sitzen. Ich würde wahrscheinlich... Ich habe keine Ahnung, was ich tun würde. Und ich wünsche ihm echt, dass er hier auch auf den Füßen landet bei der ganzen Geschichte. Ja. Es ist wahrscheinlich für ihn ein größeres Problem als für Uli und Katrin. Ich weiß es nicht, ich mutmaße, das wollten wir nicht tun, aber ich wünsche mir, dass er auf jeden Fall die Leiter irgendwie weiter hochfällt in der Rollenspielszene, weil er da genau dahin gehört, ganz nach oben. Ja. Und nicht in die Verpackungstruppe. Das habe ich festgestellt zumindest. Du musst es nochmal einreinbringen. Entschuldigung. Oh Mann. Es ist, halt, es ist mir ja halt auch echt peinlich. Ich schieb's darauf, dass es echt heiß war und wir echt Stress hatten. Und... Puh, ja. Na gut. Autoren arbeiten doch, wenn sie erzählen. Das stimmt. Ja. Ich habe auch eine Menge Interessantes gelernt. Sie inspirieren dich nämlich unter anderem damit, Marie. Ja. Was er sein ganzes Leben gemacht hat. Unglaublich viel, was Thomas gemacht hat, hat mich inspiriert. Er hat ja quasi die Mythologie von DSA gebaut. Die Frage von Bobby wurde noch nicht beantwortet. Was war das nochmal für eine Frage? Haben wir die überscrollt? Wird es ein Stream mit Uwek bzw. Patrick vielleicht doch noch geben? Das ist unsere Hoffnung, aber mal schauen. Wir gingen ja auch davon aus, dass wir heute einen. Also er schlug zwischenzeitlich vor, dass wir statt einem Stream, dass er herkommt und wir machen ein Video und wir bringen das dann irgendwann, wenn wir geklärt haben, ob wir es bringen und ob wir es nochmal was rausschneiden und das wollten wir dann tatsächlich nicht.
Ja. Wenn, dann wollte ich hier eine Plattform bieten, damit wir gemeinsam mit ihm drüber reden. Ich wollte jetzt nicht wieder in diese Position geraten, wo wir das Sprachrohr sind. Auch wenn es in dem Fall natürlich naheliegend ist, weil wir ja so viel zusammen gemacht haben. Wir versuchen, die letzten Jahre ein bisschen neutraler aufzutreten. Das ist bei uns natürlich eine ganz schwierige Position, weil wir eben so angefangen haben als Partner von Oweg und Ulysses. Aber ja, ich versuche es mit mehr Fingerspitzengefühl anzugehen. Es ist wahrscheinlich vergebens. Aber ja, ich denke, ihr versteht vielleicht, was ich meine. Deswegen haben wir gesagt, nee, wollen wir nicht. Also haben wir nächste Woche auch keine Zeit, noch ein Video zu schneiden und es abnehmen zu lassen, weil wir haben so viel Material gerade auf meinem. Ich muss mir noch neue Festplatten kaufen, weil ich weiß nicht mehr, wohin mit dem Zeug. Wir haben jetzt wieder sehr viel gedreht die letzten Tage. Im DSA Escape Room unter anderem. Mhm. Wir haben noch jede Menge Sachen für die Late Night Show. Wir haben noch ein The Owling. Wir haben ein NSC Sünden Lab Video. Wir haben ungefähr 40 Stunden an Let's Plays, die wir noch schneiden müssen. Cthulhu, Vertacken, DSA 3. Wir drehen morgen, wir drehen am 11. mehr Shadowrun, da werden wir oft nachgefragt. Wir werden am 12. wahrscheinlich Warhammer Fantasy drehen, wahrscheinlich mit Herrn Mingers, was mich sehr freut, dass wir ihn nochmal vor die Kamera kriegen. Herr Mingers als Hexenjäger. Ich hatte ja schon gesagt, der macht keine Rollenspiele mehr mit uns. Bam, da ist er wieder, freue mich sehr. Ja, ich hatte auch nicht damit gerechnet, ich habe dann auch direkt geschrieben, das finde ich gut. Also mal gucken, ob es klappt, aber das ist jetzt Moment. Wir dachten auch, wir haben heute hier einen Livestream mit Patrick, also das ist... Ob wir auf der Nordcon sind nächste Woche, das ist unwahrscheinlich, aber vielleicht ist jemand von unserem Studio Nord auf der Nordcon, vielleicht ist ja Tim da. Ja. Ich habe keine Ahnung. Hatten überlegt. Eigentlich ist Maggie auf einem Lab, DSA-Lab, dieses nächstes Wochenende. Mal gucken. Ich würde es nicht komplett ausschließen. Ja, aber ich muss gerade sagen, wir waren sehr viel auch mal wieder unterwegs und auf der Straße und sonst irgendetwas. Die Vorstellung, wieder eine längere Strecke zu fahren, ist gerade eher so. Yoga schreibt, ich hatte nie den Eindruck, dass ihr voreingenommen werdet. Vielen, vielen Dank, das ist mir sehr viel wert. Ich habe ständig vielleicht nur den Eindruck, dass Leute uns das vorwerfen. Vielleicht tun sie das gar nicht, vielleicht werfen wir das selber vor. Wir versuchen immer möglichst objektiv zu sein, aber nicht auf eine destruktive Art. Deswegen entsteht, glaube ich, bei manchen Leuten der Eindruck, dass wir alles toll finden, was die Verlage machen, die wir mögen. Das stimmt überhaupt nicht, wenn wir sagen, dieses Buch ist doof, das bekommt 6 Punkte, dann heult der Autor und das nehmen wir in Kauf. Und es sagen Leute, das ist noch viel zu gut bewertet, das nehmen wir auch in Kauf. Aber das ist die Wertung, die wir auch wirklich empfinden. Und unsere Skala ist natürlich eine, die erst bei 5 so richtig anfängt, weil wir glauben, dass alles, was da ist er. In der Szene so passiert, mindestens 5 Punkte wert ist meistens. Es gibt Ausnahmen, aber das meiste ist ja irgendwie brauchbar und meistens hat irgendjemand Herzblut reingesteckt und deswegen wollen wir nicht auf diesen Leuten rumhacken und gemein sein, weil wir das ja auch kennen. Wir wissen ja, wie es ist, wenn man ein Buch rausbringt und Leute hassen es, wie das dem eigenen Selbstwertgefühl schadet. Und genau da ist der Hannes und da ist der Stefan Küppers, auch ein sehr renommierter Autor für DSA, für Space, für Tarun, der hier die Rolle des Erklärbärs bekommen hat. Ja, und irgendwie auch sehr unsicher war. Tatsächlich. Während Hannes einfach so direkt in diese Scharenbolzenrolle gerutscht ist. Vor allen Dingen auch sehr schön, er wird ja von Max nachvertont in der Szene. Und bei der Premiere saß Hannes Freund neben mir und guckte und sagte, kannst du immer mit dieser Stimme sprechen? Ja, man hat einen Charisma-Bonus auf Charisma als Brite, ne? Ja. Neues Streitthema, Raumpatrouille Orion, wie toll ist diese Serie. Da ich als Kind mit ihr aufgewachsen bin, stehe ich immer noch absolut dahinter, dass ich sie super finde. Ist aus heutiger Sicht vielleicht nicht mehr ganz so aktuell, was manche Vorstellungen und Beziehungen von Menschen untereinander angeht, aber ich habe sie sehr geliebt damals. Ich habe schon eine ganze Weile nicht mehr gesehen. Und ich habe, Roland, ich habe keine Ahnung, was die Nordcon-Orga angeht. Ich glaube, ich kenne nur den Carsten. Der kam mir nicht arrogant vor. Wenn die Frage an den Chat gemeint ist, ignoriert, dass ich was gesagt habe. Und Michael Schlesinger würde gerne einen Link posten. Schreib mal, welcher Link, dann schreiben wir ihn rein. Ich kann ihn auch nicht posten. Wir sind hier mit meinem... Ach, verdammt. Dann gehe ich gleich mal runter und mach dich zum Moderator, dann kannst du den posten. Weißt du was? Ich gehe mal runter und mach dich zum Mod, dann kannst du den Link posten. Ich mach Michael Schlesinger kurz zum Mod, dann kann er ihn posten. Ich bin gleich wieder da. Erzähl du so lange weiter. Irgendjemand machst du zum Mod. Erzähl mal weiter über Hannes und vielleicht noch was zu Neminera. Und dann wollten wir sicher noch was zu Deponia sagen, bevor wir langsam auch zum Schluss kommen für heute. Ja, ja. Ja.
Genau, ja, mehr darf ich nicht summen. Sonst kommt die GEMA hier persönlich ins Haus gestürmt. Aber ja, man wird glaube ich, stark von dem geprägt, was man als Kind gesehen hat. Und diese Spielzeugraumschiffe, die aus dem Strudel gezogen werden. Also, viel schlechter war meins nicht. Und das Bauen von irgendwelchen Kulissen und dergleichen aus, was hat man einfach da, das fand ich immer schon sehr bewundernswert. Und das ist auch etwas, was ich selber gerne mache. Aber ja, das ist so eins mit Raumpatrouille Orion und generell auch Fantasy und irgendwie im Endeffekt auch mit Rollenspiel und sowas. Das ist Dinge, wo ich irgendwie durchaus dankbar dafür bin, dass meine Eltern auch irgendwie seltsame Spinner waren, die ihr Haus voll hatten mit Literatur zu dem Thema und solche Serien mochten und dergleichen. Auch wenn sie dann wiederum andere Sachen strikt ausgeschlossen haben. Mein Vater hatte ganz arbiträre Regeln dafür, was Kultur ist und was Trash ist. Oh ja, genau, der Tommy. Das ist auch etwas, wo ich ziemlich baff bin, dass er das tatsächlich mitgemacht hat. Und das ist irgendwie entstanden auf ganz bizarre Art und Weise, weil er war einer von den Unterstützern, als wir in China festsaßen. Er hat mitgespendet für die Aktion damals, dass wir uns leisten konnten, das Wohnmobil zu reparieren und wieder nach Hause zu kommen. Wir haben halt seinen Namen dann gesehen auf der Liste von Spendern. Und so, was? Der Tommy Krabbeis? Und wir haben uns ja bedankt bei allen. Und wir haben ihm dann auch angeschrieben, so, hey, danke, schräg. Und irgendwie kamen wir darüber ins Gespräch. Er und ich haben ja auch die letzten paar Jahre auf der RPC den Award zusammen verliehen, weil er meinte, Awards verleihen kann er, aber wenn ich aushelfen kann, damit zwischendurch die Titel aufzuzählen und ein paar Fakten zu liefern, dann wäre das ganz gut. Und er hatte dann tatsächlich auch gesagt, er würde in diesem Film mitspielen. Wir haben, wie das häufig so ist, haben wir das erst nicht geglaubt, aber er hat gesagt, doch, klar, wenn das mit einem Termin irgendwie passt. Ihr dürft mich auch anmalen. Aber bitte gebt mir nicht die Exposition. Und dann haben wir ihm die Exposition gegeben. Das hat er über die Jahrtausende viel von seiner Kraft eingebüßt. Und deswegen, die Szene fällt von dem ganzen Tonfall ein bisschen raus, weil es halt viel an ihm hängt und an seinem Timing und an seinem Humor, aber ich finde sie trotzdem super. Sind selten rein. Ich bin sehr froh. Es ist ziemlich sicher ein Kultgegenstand und die Wahrscheinlichkeit ist recht hoch, dass er eine Art von. Und es war auch ein cooler Dreh, der möglich war dank Roxane, auch eine Unterstützerin, die Ägyptologin ist und uns ermöglicht hat, im Museum für ägyptische Kunst in München zu drehen. Das heißt, ganz, ganz viel von dem, was im Hintergrund rumsteht, das sind wirklich echte Artefakte. Nicht vom Mars, aber immerhin von diesem Planeten hier. Wenn sie würdig waren. Ja, habe ich gesehen. Also ja, da sind wieder ganz viele Dinge miteinander verquickt. Tommy würden wir nicht kennen ohne die China-Reise. Also nicht so sehr kennen, wie wir ihn jetzt kennen, denke ich mal. Ja, und du wirst ja auch dann in ein paar Wochen wieder mit auf der Bühne stehen, auf der CCXP. Ihr habt ja schon öfter auf der RPC moderiert zusammen. Auf der Gamescom werden wir auch Sachen zusammen machen. Im Cosplay Village. Ich sehe manchmal Orte. Ja, abschließend was zu Deponia. Deponia. Wo wir gerade bei Gamescom sind. Das ist halt auch irgendwie was für ein kurioses Zusammenspiel. Irgendwie, Patrick meinte, wie wäre es denn mit einem Rollenspiel zu Deponia? Und ich glaube, er selber hatte sich so tief gar nicht damit beschäftigt. Er wusste nur, hier, Point-and-Click-Adventure ungefähr, das Setting gefällt mir, glaube ich. Und wir haben es tatsächlich, also da waren wir tatsächlich das Bindeglied. Ne? Wir haben irgendwie auf eine Veranstaltung gesagt, das hier ist Carsten Fichtelmann vom Urwerk Verlag. Genau, vom Urwerk Verlag. Genau. Das ist Carsten Fichtelmann von Dedelic. Ja. Das ist Patrick vom Urwerk Verlag. Man könnte doch mal was zusammen machen. Und das ist auch so ein Ding, wo ich erst gesagt hätte, das wird nicht funktionieren. Und du gesagt hast, doch. Und dann hat es funktioniert. Ich habe gesagt, doch. So in dem das war extrem verkürzt. Ja. Dann reicht das auch. Ich bin skeptisch, was Erfolgschancen von Unternehmen angeht, wie wir fahren nach China und holen Dino, oder wir machen einen Film zu Space 1889, der abendfüllend ist, oder wir machen hier ein Rollenspiel gemeinsam mit Dedelic oder sowas. Und Nico ist derjenige, der sagt, doch, das ist möglich. Und Nico hat immer recht.
Naja, nicht immer. Manchmal also, klappt auch was nicht, das stimmt ja jetzt nicht. Ja. Aber bei Deponia war ich mir schon sehr sicher, dass das einschlägt. Das wäre halt schön gewesen, wenn es irgendwie noch ein bisschen breiter beworben wäre, als worden wäre als nicht. Von beiden Parteien, sowohl von der Delik als auch von Urwerk, das hat schon jetzt irgendwelche Marketingmaßnahmen gegeben hätte, dann wäre das wahrscheinlich auch nicht nur bei der zweiten Auflage geblieben, sondern vielleicht auch eine dritte möglich gewesen. Mich hatte Delik vor ein paar Wochen noch angeschrieben, ob wir nicht eine englische Version machen wollen, weil das ständig gefragt wurde. Und ich habe dann auch gesagt, ja klar, dann versuchen wir doch mit Urwerk zusammen Crowdfunding zu machen. Aber dann müsst ihr das auch pushen. Ja, dann muss der Delik das, wenn ihre Fans international das haben wollen, dann müssen wir die auch erreichen. Dann müssen die das denen auch mitteilen, dass es ein Crowdfunding gibt. Aber das ist wohl jetzt damit auch nicht mein. Bisschen hinfällig, aber das vielleicht auch nicht für immer. Es kann ja sein, dass das der Delik es irgendwann irgendwie anders stimmt. Letztlich ist es ja ihre Lizenz. Blick auf den Kanal. Ich meine natürlich. Seid ihr bald wieder bei den Rocket Beans? Das kann gerade kann ich nicht sagen. Du würdest nochmal hingehen, oder? War nett. Ja, ich fand es sehr angenehm. Ich fand es vor allen Dingen irgendwie putzig. Woody war eigentlich gar nicht eingeplant, aber er kam dann dazu. So, ich bin hier der keine Ahnung hat. Erzählt mir Dinge. Das war quasi dann irgendwie seine Einleitung. Und hat sich da einfach mit reingesetzt und das fand ich ne, mir den Schlüssel. Irgendwie oder die Prinzessin super nett. Geht und jetzt nicht! Sie ist Eigentlich wolltet ihr nur, dass es Heinz und der Dino nach Hause schaffen. Ist okay. Jetzt kommt, der große Twist des Films, den keiner vorausgesehen hat. Also jetzt Spoiler. Wenn ihr den nochmal richtig gucken wollt, dann macht jetzt aus. Sind Sie wahnsinnig? Sie ist auf der jetzt. Seite. Ja. Yeah. Zu spät. Jetzt seid ihr gespoilert. Ich mochte aber den Einstieg in diese Szene sehr gerne. Das ist für mich mein persönlicher Coolness-Moment in dem Film. Dass Will die Tür aufmacht. Ja. Ach, du hast viele 21, coole Momente. Entschuldige, und dann sagt, du bist die coolste Sau in dem Film. Ja, aber ich finde, da habe ich es auch gut rübergebracht. Okay. Nehme nur endlich diesen verdammten Schlüssel gegeben. Tja. Sie ist eigentlich die Drahtzieherin. Aber, wir haben jetzt 1,5 Stunden Film gezeigt. Das ist korrekt, ja. Gerät, wir wollten genau... Wir sind jetzt bei Deponia es ist halt die Frage, ob es jetzt englische Version, was, wie, wo. Ja, werden wir sehen. Viele Dinge sind offen. Wir haben hier keine Fragen wirklich geklärt. Wir haben nur gesagt, was das Problem ist, was sein könnte, was nicht sein könnte. Ich habe keine Ahnung. Also, ich hoffe, dass wir irgendwann nochmal Patrick vor die Kamera kriegen die nächsten Tage oder Wochen. Und ansonsten vielen Dank, dass ihr uns bisher begleitet habt. Dass ihr den Urwerk Verlag unterstützt. Wie gesagt, urwerk-verlag.de und in den Shop könnt ihr gehen und in den Laden leer kaufen. Wenn ihr es nicht braucht, das Zeug, kann man es immer verschenken. Oder erstmal auf Halde haben und dann später auf eBay versteigern, wenn es mal was wert wird. Zur Strafe. Und alles, was wir für sie gemacht haben, was ihr irgendwie holt oder sonst irgendwie, also da gilt natürlich, wie immer, wenn ihr uns irgendwo auf einer Veranstaltung seht, wir sind immer, wenn nicht gerade unglaublicher Zeitdruck ist, sind wir immer sehr froh darüber, kurz drüber zu reden. Und wir verstanden Smiley reinzumalen, das weiß ich. Wenn sie nicht bereits tot sind. Also, ja, die kann man alle auch mit Unterschrift bekommen, wenn man uns irgendwo mal aufstöbert. Ich denke, würde ich sagen, machen wir hier Schluss mit dem Film für heute. Ja. Wir werden das dann zu einem anderen Zeitpunkt mal fortsetzen. Wir werden in den nächsten Wochen die letzte Stunde zeigen, auch wieder mit dummem Geschwätz von uns und vielleicht irgendwann den ganzen Film am Stück online laden mit Untertiteln. Und du bist gleich nochmal live. Um 22 Uhr auf Twitch/D&D spielen wir Ghosts of Salt. Genau, Maike ist ja jetzt geadelt worden und darf auf der offiziellen Wizards of the Coast Twitch-Kanalseite D&D Ghosts of Salt Marsh spielen mit einer internationalen Cast, wo sie eine von zwei Non-Native-Speakern ist. Ne? Beziehungsweise bei Schweden zählt das ja nicht so richtig. Ja, ich weiß nicht, ob das Jenny spricht halt hervorragendes Englisch. Also ich bin der Non-Native-Speaker in diesem Stream, würde ich sagen. Deswegen spiele ich auch die Person, die kulturell am weitesten von den anderen entfernt ist. Ja. Das hilft. Weiter als der Hai? Weiter als der Hai. Der Hai ist Australier. Das passt irgendwie. Ja. Schon, ne? Indigo for President. Präsident von was? Aber sie... Naja, wenn sie dafür nicht arbeiten muss, macht sie mit. Gut. Lassen wir es dabei. Ich mach dann mal Schade, das wäre eine gute Szene gewesen, aber passt immer noch. Das Schwarzbild ist nur eine Pause im Film, er geht eigentlich weiter, aber das brechen wir ja ab. Tschüss.